Oh, wir kriegen heute die 400 Stunden voll. Die Spielzeit kriegen wir heute auf, obwohl, ja, doch 2 Stunden. Sollten wir heute hinkriegen. Aha. Ja, werden wir sehen, okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ob als Gast oder nicht. Hauptsache, du kannst dabei sein. Control-O. Ja, nee, so ist das nicht, was ich will. Posteingang? Hilfe? Nee. Oh, wieso kriege ich das nie hin mit diesem dummen... Na gut. Oh. Aber muss so schnell wie möglich ein Kaiserreich gründen, ohne in ein Königreich einzufallen. Höchstens in jeden Krieg ein Hessen. Frecher Wadisch ist frech. Na, wo bleibt die Musik? Give me the music, please. Da ist er. Wir gehen hier auf Spielaufnahme, um Lags vorzubeugen. Und da sind wir auch schon. Vlad, wie alt ist er wohl mittlerweile? Finden wir es direkt heraus. So, wir geben dem Spiel ein paar Sekunden, um sich einzukriegen. Oh, laggy, laggy. So, jetzt läuft's rund und flüssig. Oder auch nicht. Doch, doch, jetzt. Alles klar. Gut, das Spiel hat sich gefangen. Wir sind 336 Jahre alt. Stabiles Vampiralter. Alter, wie viel Prestige einfach. So viel Frömmigkeit, Alter. Wir können einfach drei Religionen gründen. Diverse Nebenehepartner. Wo haben wir denn aufgehört? Wir haben ein großes Reich, das nicht zusammenhängt. Dafür würden wir den eventuell mal erobern, einfach nur damit unser Reich nicht ganz so zersplittert ist. Ja, die haben auch nicht so viele Truppen. Unser Haus ist einfach heftig weit verbreitet. Ja, was ist das hier? Rübsam hat die Handwerksinspiration. Okay, er schafft. Irgendein Handwerker macht irgendwas für uns. Unsere Religion ist. Ah, auf jeden Fall eine der drei größten. Wir haben die Katholiken fast vollständig verdrängt. Hier, Italien wird immer vampirischer. Hier, Aquitanien. Und hier in Spanien auch immer mehr. Das ist gut. Nur unsere Kultur ist noch nicht so richtig weit verbreitet. Nice. Okay, wo haben wir überall... Oh, mein Rücken, ey. Oh, da hat's kurz geknackt in der Wirbelsäule. Jetzt ist er wieder besser. Logischerweise bei uns. Byzanz ist egal, die wollen wir erobern. Wir wollen auf jeden Fall... Ach, wir wollten heute einen Kreuzzug erklären. Das war der Plan für heute. Jetzt weiß ich's wieder. Okay. Dann ändern wir nochmal den Streamtitel. Vampirische Kreuzzüge. Immer noch kein besonders guter Titel, aber was soll's?
Genau, wir wollten Kreuzzüge erklären gegen die hier. Kann ich mich noch erinnern, was genau wir haben wollten? Kreuzzug um Königreich. Genau, Arabien wollten wir in einem Kreuzzug erobern. Und wir wollten Antiochia erobern. Genau, das sind die Pläne für heute. Das, genau, Kreuzzüge und das große Schisma heilen. Das Reich verliert Land. Artefakte haben niedrige Haltbarkeit. Wir können Herzogtümer schaffen ohne Ende. Ja, Verbrecher einkerkern, Zahlung verlangen. Ein bisschen Lösegeld. Da kommt 10 Gold, was soll's? Wir haben keine besonderen Geldsorgen. So, wir wollten gucken, wo haben wir Vampire? Natürlich hier bei uns, in Transsilvanien. Bayern ist vampirisch. Deutschland ist vampirisch. Frankreich, ja. Aquitanien, Burgund und Asturien. Sehr gut. Was ist mit England? England noch nicht, aber sie ist mit einem Vampir verheiratet. Und die haben einen Sohn. Den machen wir doch direkt zum Vampir. Und hoffen, dass er es überlebt. 74% Chance, dass er nicht stirbt. Ah, fuck, er ist draufgegangen. Ja gut, dann müssen die jetzt noch ein Kind kriegen. Denn wir wollen, dass die ein Kind kriegen, das wir dann zum Vampir machen. Und dann werden wir sie, na, wenn das Kind dann so 14, 15 Jahre alt ist, werden wir sie töten. Und dann hat auch England einen Vampirkönig. Alba ist leider nicht christlich, darum können wir das da nicht machen. Die haben auch super viele Kinder. Nee, Alba können wir leider vergessen. Ja, und das ist der Punkt, wo es weitergeht für uns. Reichweite Vasallen. Artefakte mit niedriger Haltbarkeit. Ist da irgendwas Wichtiges dabei? Nee, das kann alles ruhig kaputt gehen. Habe ich kein Problem mit. Gut, wir checken kurz unser Reich ab. Was haben wir hier? Titel verkaufen. Ritter können wir einladen. Ja. Vielleicht sind da welche bei, die stark genug sind, dass wir sie zu Vampiren machen. Einen Arzt haben wir sicherlich. Hier, das große Schisma heilen. Dafür brauchen wir nur noch Antiochia. Dann können wir das machen. Hexenzirkel gründen. Na, nee. Dynastie der vielen Kronen. Oh. Okay, wenn wir noch drei Mitglieder unserer Dynastie irgendwo auf den Thron setzen, dann können wir das machen. Und Blutlinie stärken, das werden wir generell nie machen können, leider. Guck mal, gibt es denn da noch irgendwo drei christliche Könige, mit denen wir das machen können? Sizilien wäre gut. Savoyen, also quasi die Schweiz. Und dann noch einen großen, mächtigen Christen. Oh, was ist das hier denn? Schleswig ist vampirisch? Ach, guck mal. Der hat auch meinen Glauben. Ah, den habe ich nicht dahingesetzt. Moment einmal. Also ich beschwere mich nicht, aber der ist aber auch nicht aus meinem Haus. Aber er ist mit einer aus meinem Haus verheiratet. Ah. Oh, nice. Die Religion fängt an, sich eigenständig zu verbreiten. Das ist richtig nice. So, komm, wir brauchen alle noch ein paar Christen. Alba geht nicht. Bayern. Ja, die Schweiz ginge noch.
Die sind jetzt halt nicht so mächtig, ne? Guck mal, die sind katholisch alle. Auch wenn sie vielleicht erstmal nicht so aussehen. 11.000 Truppen. Also ich würde sagen, die hier. Die hier. Ach, guck mal, Sizilien, Alter. Ja, die sind schon sehr schwach, ey. Da ist die Schweiz ja noch mächtiger. Was ist das hier? Aquitanien, ja. Gut. Das hier sind alles noch Wikinger, ne? Okay, dann haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Missionen. So, was sagt hier die Erbfolge? So, wenn wir die beiden töten, dann wäre er dran. Kann ich den verheiraten mit, weiß nicht, Prinzessin Anastasia? Nee, hat er gar keinen Bock drauf, ne? Wegen Polygam wahrscheinlich. Ja gut, ich könnte halt ihren Mann erst töten, aber das macht alles mega aufwendig. Habe ich hier eine, die nicht verheiratet ist? Nee. Doch sie, Prinzessin Stefana. Meine Enkelin. Aha. Ja. Aus meinem Haus. Höherer Vampir. Minus 400. Ach, weil die schon so alt ist. Okay. Gut, wir finden noch wen für dich. Wir finden noch wen für dich. Stefana. Ja gut, 101. 28 Jahre alt. Verheiratet. Verheiratet. Ah. Ah, 75 Jahre alt. Da. Alexandra, Urenkelin. Okay. Minus 30. Alexandra, okay, wenn wir ihm Gold geben, Geschenk schicken, 100 Gold. So, und jetzt, zack, zack, zack. Heirat arrangieren. Wie hieß die Alexandra, ne? Jo, Alexandra. Matrilinea. Oh, okay, ja. Das ist natürlich ein Problem. Minus 1000. Ja, Alterserwägung. Minus 7. Ah, oh, minus 900 ist schon richtig heftig. Und sie hat halt auch keinen Titel oder so. Pass mal auf, was ist, wenn wir sie zu einer Herzogin machen? Ja, das ändert auch nichts an dem Malus für Matrilinea. Okay, und wenn wir in der Erbfolge noch weitergehen. Hier, Abdul Hakam. Wie wäre es mit ihm? Alexandra, wir ziehen dich nochmal aus dem Ärmel. Da ist er. Der macht's. Okay. Dieser Enkel liegt ihm offenbar wesentlich weniger am Herzen. Okay, er verheiratet seinen komischen Sohn da, Matrilinea. Oh, die ist ein Hybrid und kein Vampir. Nee, dann wollen wir das nicht. Okay, weiter. Wir suchen weiter. Alexandra wird's also nicht. Sie dann. Sie ist ein Vampir, kein Hybrid. Matrilinea, er nimmt an. Vorschlag abschicken. Ah, Bekanntschaft wurde gefangen genommen, interessiert nicht. Komm. Er hat angenommen und damit gehen jetzt die Morde los. So, du stirbst und du stirbst.
Danach stirbt der König und dann haben wir das erledigt. Dann hatten wir den hier mit 6, den hier mit 2,9, den hier mit 1,7, ne? Oder sind hier auch schon Christen? Ne, das sind noch Moslems, okay. Ja, den hier auf jeden Fall. Was sagt hier die Erbfolge? Aisa, oh, eine Enkelin. Eine landlose Enkelin. Die verheiraten wir mit. Na? Komm. Irgendwer ohne Ehepartner? Hier. Lucian Dracula. Wird nicht annehmen. Steigt durch Heirat ab. Okay, da wird wahrscheinlich wieder ein bisschen Gold helfen. Erbfolge. Aisa. Verheiraten mit. Wo ist er? Lucian. Will er immer noch nicht. Da brauchen wir dann Druckmittel. Alles klar. Kriegen wir hin. So, so viel dazu. Wir gucken. Keine Fraktion. Mord, bla bla. Gefangene. Keiner, der uns Geld bringt. Der Rat. Urenkelin von mir, ne? Ja, haben wir irgendwen, der besser wäre? Ghost, da brauchen wir woanders. Die ist nicht aus meinem Haus. Ne, sie ist schon die Beste. Josef, Margaret. Wer bist du denn? Oh, der hat sich in meinen Rat gecheatet. Okay, damit kommt er auch auf die Todesliste. Und wir warten jetzt erstmal. Wir lassen ein bisschen Zeit vergehen. Na, ruhig auf 4. So, die sind die einzigen, die uns in irgendeiner Weise das Wasser reichen könnten. Oh, Ritter eingetroffen. 15 Kampfgeschick ist mir zu wenig. Meine letzte Chance. Nö, der soll ruhig abhauen, der interessiert mich nicht. Haben wir den nicesten Hof der Welt? Ne, es ist tatsächlich er hier. Zack, zack. Der Typ hier. Aber gegen den werden wir bald zwei Kriege führen. Und dann kann der uns mal. Mein Begünstigter Wilhelm tritt mit gedankenvoller Miene an mich heran. Habt ihr jemanden, der euch besonders nahe steht, Herr? Er scheint den Ärger in meinem Blick, ob einer so offen persönlichen Frage zu erkennen. Denn rasch ergänzt er. Ich meine, gibt es jemanden, dem ihr das beauftragte Artefakt widmen wollt? Angel? Nee, der ist ja nicht mal ein Vampir. Nee, ein richtiger Trottel, den brauchen wir nicht. Braucht keine Widmung. Zack, Ende. Ich widme mein Kunstwerk doch nicht irgend so einem Niemand. Soweit kommt's noch. Inspiration. Die Hand einer Vermählten. Meine Gemahlin Erfana plaudert angeregt mit Wilhelm und zählt Ideen und Vorschläge für sein jüngstes Vorhaben, Skulptur, auf. Mein Bildhauer verhehlt sein. Was? Verhehlt sein Fort? Kann das gute Ding, Skulptur, doch gleich zu dem Erbstück passen, das mir hinterlassen wurde? Man meint fast, einen Teil der Seele von Wilhelm sterben zu sehen. Hä? Nee, komm, kommt, Liebling. Überlassen wir diese Sache den Fachleuten. Ja, ist mir egal, ob die mich mag oder nicht. Ein offenbartes Geheimnis. Mein Vasall, Bürgermeister Nicolai,
Hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt? Aber egal, ey, packen in den Knast ist mir wirklich egal. Immer diese. Immer diese unwichtigen Sachen, mit denen man zu mir kommt. Ich bin der fucking obervampirische Gottkaiser. Papst, Kaiser, zigfacher König. Und die kommen immer zu mir, wenn irgendwer irgendwem fremd geht. Rodelnde Wut. Oh. Ja, ihr seid Basileus, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Dass meine Tochter Monika so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, sie hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber als ich um eine Erklärung dieses Verhaltens bat, schleuderte sie mir nur noch mehr Beleidigungen entgegen. Ja. Dabei mag sie mich eigentlich auf 100. Das lasse ich mir nicht gefallen, Dirne! Und damit ist unsere Tochter unser Rivale. Das ist nie gut. Besonders, weil wir im Moment unseren super krassen Mega-Rad-Spitzel nicht drin haben. Das ist riskant. Nicht, dass da jemand einen Mord versucht. Emilia, eine neue Person, die Ritter werden will. 38 Kampfgeschick. Ist ein Vampir. Absolut. An Hof rekrutieren. Du bist eingestellt. Meine eigene Urenkelin. Dass die nicht überhaupt generell schon an meinem Hof war, das ist eigentlich der eigentliche Skandal hier. Na, was haben wir hier? Oh, ja gut, fettleibig geworden. Oh, Gastfreundschaft. Je mehr ich die hohe Form der Staatskunst studiere, desto klarer wird mir, wie wichtig gute Beziehungen zu meinen Nachbarn sind. Ich sollte einen von ihnen an meinen Hof einladen, um zu zeigen, was für ein guter Freund ich sein kann. Aber wen soll ich einladen? König Gregor von Wladimir? Von Chazaria? Nee. Irgend so ein Scheich? Ja, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Wen wollen wir denn am wenigsten davon erobern? So Wladimir? Doch, hier unser Land verbinden, das finde ich schon gut. Hier, der lebt einfach nur innerhalb der lebt einfach nur innerhalb unserer Grenzen, ganz erbärmlich. Komm hier, den Oberhäuptling Kiba von Chazaria. Oh, Mord. Ein schlechtes Omen für einen schlechten Menschen. Mord verliert Fortschritt. Na gut, das ist gar nicht gut. Ich danke euch aufrichtig für die Einladung an euren Hof. Mein Gefolge und ich werden in ein paar Wochen in Transsilvanien eintreffen. Ja, sehr schön. Wenn man bedenkt, dass Chazaria mal ein Riesenreich war, das ungefähr unser ganzes östliches Reich umfasste, und jetzt sind die so ein Witz. Oh, guck mal. Mein Fürst! Ruft mein begünstigter Wilhelm mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und winkt mich zu einem vom Stoff verhüllten Gegenstand herüber. Ich habe viele Tage und Nächte geschuftet und endlich ist mein Werk vollbracht. Er reißt die Abdeckung herunter und ich mache große Augen, als ich sehe, was sich darunter befindet. Eine opulente Statue von Papst Vlad, bemalt und meisterhaft. Und meisterhaft was? Ey, Modbeats, hallo, danke. Danke, schön, dass du da bist. Ich weiß noch, wer du bist. Du bist vom Produktsumpf noch. Ja. Schön zu hören, dass es dir Laune macht. Ich hoffe, du hast hier noch einen gemütlichen Abend. Wo war ich denn? Neckede, da reißt die Abdeckung herunter. Eine opulente Statue von Papst Vlad. Das ist moi. Papst Vlad der Schinder. Vom vampirischen Pontifikat. Stolze 337 Jahre alt. Aber ich sehe keinen Tag älter aus als 250. Ja, das Reich ist heftig. Wir werden heute übrigens unseren ersten eigenen Kreuzzug machen. Im letzten Stream haben wir einen Kreuzzug von den Katholiken abgewendet und als Rache Rom erobert.
Heute werden wir auf jeden Fall hier Kreuzzug hin machen. Und das arabische Königreich, das ist ungefähr alles das hier, erobern. Das kriege dann zwar nicht ich, sondern irgendein Begünstigter. Aber das ist mir egal. Ich will einfach nur, dass meine Religion da verbreitet wird und meine Kultur. Eine opulente Statue von mir. Und meisterhaft ist berühmt für ein unvergleichliches Geschick in der Schlacht. Und meisterhaft Basileus. Also diese Übersetzung von Paradox, ne? Die Skulptur besteht aus Eichenholz und wurde meisterhaft gefertigt. So, was bringt die? Bisschen Prestige. Oh! 5% mehr Steuern von meinen mächtigen Vasallen. Oh, die stellen wir uns vielleicht in die Bude. Ja, das ist bezaubernd, Wilhelm. Hast du gut gemacht. Fein, fein. Gastfreundschaft, eine herzliche Begrüßung. Ach, die Leute, die wir eingeladen haben. Unser mit Freude erwarteter Gast, Oberhäuptling Kiba, ist endlich eingetroffen. Heute Abend gibt es ein Festmahl zu Ehren unseres Besuchs aus dem Ausland. Heute Abend gibt es ein Festmahl zu Ehren unseres Besuchs aus dem Ausland geben. Also Paradox, ne, falls ihr zuguckt, wenn ihr wen braucht, der für sehr viel Geld euer ganzes Spiel nochmal ordentlich übersetzt, ruft mich an. Meine Gemahlin Erfana hat sich schier verausgabt mit Planung und Vorbereitung. Sie fragt mich, ob ich noch letzte Vorschläge oder Wünsche habe. Ich kenne da ein paar Spezialitäten aus Chazaria. 100%, dass der Besuch gut verläuft, machen wir direkt. Zack. Nice, verläuft sehr gut. Oh, und da kommt direkt die Antwort. Gastfreundschaft, Fröhlichkeit oder Andacht? Ich würde meinem Gast Oberhäuptling Kiba gerne die kulturellen Höhepunkte von Transsilvanien präsentieren. Ob er wohl lieber einen Ball mit allen Fürsten und Edeldamen des Hofes besuchen würde? Oder unser wichtigstes Gotteshaus? Was ist er denn für einer? Ach, der ist auch ein Vampir. Der ist ein niederer Vampir, das wusste ich überhaupt nicht. Aber nicht aus unserer Dynastie. Ja, Religion scheint ja nicht so viel mit anfangen zu können. Ja, ungeduldig, fleißig. Ja. Ein reizloser. Ja, der ist mal pilgern gewesen. Nö, ich glaube, der hat mehr Bock auf den Ball. Ich wette, dass er fantastisch tanzen kann. Und er genießt den Ball. Sehr gut, war die richtige Entscheidung. Aber wir wollten mal gucken. Unser neues Hofartefakt. Oh, haben wir hier sogar noch einen Platz frei oder was? Ach, guck mal, hier kann man auch Sachen hinstellen. Hier, Statue von Papst Vlad. Oh, da bin. Na gut. Also so ähnlich sieht mir das jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt 5% mehr Steuern. Und mehr Hofpracht. Die Frage, sind wir jetzt wieder Platz 1? Jo! Die Statue hat gereicht, damit wir wieder Platz 1 sind. Wir liefern uns da immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihm hier. Aber ich hoffe, wenn wir ihm Arabien und danach Antiochia wegnehmen, dass er dann keine Konkurrenz mehr für uns ist. Hier, das ist sein Hof. Was hat denn der so? Was hat denn der so für Rahmen? Was ist das hier? Ein Kelch von stabiler Qualität. Naja, gut. Ein Koran. Auch eine Statue. Ich bin ehrlich gesagt nicht beeindruckt. Ah, jo, unser Reich ist im Prinzip das hier alles, ne? Ja, aber du warst ja beim letzten Mal schon da. Hat sich in der Zwischenzeit nicht viel getan. Aber das, worauf ich am stolzesten bin, ist, wie wir unsere Religion verbreiten. Das ist einfach heftig. Schon teilweise außerhalb von unserem Reich so, das ist richtig gut. Und wir arbeiten gerade daran, hier auf den Kunkit-Thron einen Vampir zu setzen und auf den Adavit-Thron. Und danach will ich noch einen nach Sizilien oder Savoyen tun. Denn wenn wir das geschafft haben, dann
Können wir Dynastie der vielen Kronen machen? Dafür brauchen wir nämlich 10 Mitglieder meiner Dynastie, auf die unabhängige Herrscher sind. Ja, Modbeats, das kommt, das kommt. Ach, Spieler spielen neu auf der Xbox. Ah, guck mal. Das sind schon. Ich habe einen in meiner Community, der es auf Konsole spielt. Und letztens habe ich einen geradet, der es auf der Konsole spielt. Und was ich so gesehen habe, das sieht echt gut aus eigentlich. Ich habe gehört, das hat noch so ein paar Bugs und so weiter. Aber zumindest vom Zugucken her sah das aus, als würde das echt gut funktionieren. Hat mich richtig überrascht. Ja, macht es dir denn Spaß? So, das mit den Kriegen gewinnen, das kommt mit der Zeit. Zum einen ein bisschen mehr Erfahrung, aber vor allem, wenn du einfach mehr Truppen hast. Zum Beispiel mit 60.000. Obwohl, will ich nicht sagen, als wir Rom eingenommen haben, das war schon ganz schön knapp. Da sah es zwischenzeitlich echt nicht so gut für uns aus. Ah gut, was machen wir denn aktuell? Wir ermorden hier diese Leute. Aber sonst machen wir gerade nicht viel. Wir haben 60.000 Truppen zusammen. Aber es ist und wird mein Lieblingsspiel, ja. Bei mir ist Crusader Kings auf jeden Fall auch in den. Oh, da müsste ich jetzt. Also zumindest, wenn wir von PC-Spielen reden, dann ist Crusader Kings auf jeden Fall in meinen Top 5. Ohne Probleme. Vielleicht sogar in den Top 3. Und ich entnehme deinem Kommentar, dass du es auf PC und Konsole gespielt hast, ne? Ja, dass es auf dem PC einfacher ist, ist ja klar mit der Maus. Aber ich war wirklich überrascht, wie gut das auf der Konsole zu funktionieren scheint. Ah gut, ich meine, wir haben gerade nicht wirklich viel zu tun. Wir wollen Byzanz erobern. Aber lass uns doch direkt mit was richtig Großem einsteigen. Und direkt hier den Kreuzzug mal machen. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Kreuzzug erklärt. Und zwar um das Königreich Arabien. Zack, das alles. So, was ist das hier? Ja, andere schließen sich da vielleicht an. Kulturakzeptanz interessiert mich wenig. Kreuzzug erklärt. PC mal vor 2 Jahren, glaube ich. Alter, was? Okay. Okay. Moment. Wie viele da beitreten? Und bei ihm tritt nur einer bei. Oh, es hört gar nicht auf. Oh, diese ganzen stolzen Vampire. Nice. Okay, ja. PC mal vor 2 Jahren, glaube ich, da das Interesse verloren und auf der Box mega geil. Hab's jetzt erst relativ gut verstanden. Ja, wahrscheinlich, weil du viele Streams geguckt hast, ne? Ich habe Crusader Kings auch zu 80% aus Streams gelernt. Bei mir war es damals erst Hand of Blood und dann Shuyoka. Ganz viel. Ganz, ganz viel. Okay, wer tritt hier alles bei? Großmeister Lakdu von meinem Kriegerorden. Gräfin Alexia. Jakoba. Ja, das sind alles. Auf jeden Fall alles Vampire meiner Religion. Aber die meisten davon werden auch irgendwelche Enkel und Urenkel und Ururenkel sein, denen ich irgendwelche Titel gegeben habe. Das sieht echt gut aus. Kreuzzug für Arabien. Papst Vlad hat einen heiligen Krieg ausgerufen, der alle wahren Gläubigen unter einem Banner gegen die Feinde des Glaubens vereint. Endlich ist die Zeit gekommen, den Boden von Arabien mit dem Blut der Ungläubigen zu weihen und dieses Land zum Ruhme von St. Georg zu erobern. Lieber Gott, wie viele beitreten? Hi Lars! Ja, Streams geschaut und jetzt bei dir lernen. Ah, das ist vielleicht schon ein bisschen weit fortgeschritten zum Lernen. Übrigens, am Sonntag machen wir ein Community-Event. Da wirst du wahrscheinlich nicht mitmachen können, weil Crossplay nicht funktioniert. Außer du hast es immer noch auf dem PC. Aber da werden wir auf jeden Fall eine Kampagne neu starten. Also da kannst du dann vielleicht wirklich was Lehrreiches mitnehmen. Mal gucken. Und hallo Lars und willkommen hier mit deiner ersten Chat-Nachricht.
Ich hoffe, du hast hier einen gemütlichen Abend. Du magst wahrscheinlich auch Crusader Kings, wenn du hier bist, ne? Ist irgendwie eine dumme Frage, ne? Sonntag. Am Sonntag. Abends, so später Abend. Sagen wir vielleicht so 19 Uhr, 19:30 Uhr, so um die Zeit vielleicht. Kannst du mal gucken, ob du dann Zeit und Lust hast. Oh, und da ist der Lars, glaube ich, schon wieder weg. Na gut. Genau. Und St. Georg wird uns beschützen vor diesen Ungläubigen. So sieht's aus. Ach so, okay, ja. Ah, sorry. Dann ist das irgendein anderer Zuschauer, der weg ist. Ja, willkommen, Lars. Wenn du Crusader Kings magst, dann hast du hier was Besonderes. Wir spielen nämlich. Ui, danke für den Follow. Du bist, glaube ich, Follower 231, wenn ich mich nicht irre. Wir spielen mit ein paar Mods. Unter anderem, und das ist quasi Kern dieses Runs, eine Vampir-Mod, wodurch wir nicht nur Papst und Kaiser sind, sondern auch Oberhaupt unserer krassen Vampir-Dynastie und mittlerweile 337 Jahre alt. Gerade nicht so viel gehört. Ich hoffe, du hattest nicht Werbung, weil aus irgendeinem Grund bei der Twitch bei mir immer mega viel Werbung rein. Das ist super nervig. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Was wegen Sonntag? Ja, so 19:30 Uhr ungefähr legen wir los. Hab noch nie. Ja, ich hab mittlerweile das Ding ist, ja, genau, wir sagen Deus Vult. Ach, erst seit 2 Wochen. Guck mal. Dann bist du ja auch noch neu. Cool. Ich freue mich immer, wenn Leute in das Spiel einsteigen, weil es ist so schon ein leichteres, also das leichteste von den großen Paradox-Spielen auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu anderen Spielen ist es trotzdem immer noch sehr komplex. Das Ding ist, ich habe so, also bei Paradox ist das so, die liefern immer dauernd neue DLCs her. Und ich will hier im Nahen Osten und in Indien und so weiter nicht spielen, bevor die Erweiterungs-DLCs dafür raus sind. Und so in Mitteleuropa und bei den Wikingern habe ich mittlerweile schon so alles gemacht, was man kann. Und die Wartezeit auf die neuen Erweiterungen überbrücke ich mir so ein bisschen mit Mods. Darum jetzt im Moment dieser krasse Vampir-Run mit diesem nicen Reich. Und wir sind noch kein einziges Mal gestorben in den letzten 307 Jahren. Oh, jetzt hat der Modbeats Werbung. War. Wir warten mal, bis Modbeats zurück ist. Und ich, warte mal, ich bereite hier schon mal was vor. So muss man das, glaube ich, schreiben. Oi, da bist du wieder. Achtung, wir haben ja gerade einen Kreuzzug angefangen. Und das begrüßen wir mit. Nee, da oben. Das gibt so wenig Gelegenheit, das zu nutzen. So, der Kreuzzug checken wir mal. Jo, einfach mal 208.000 Truppen gegen 135.000. Und da werden noch zusätzliche Leute mit beitreten. Los geht es in. Guck mal, das steht hier doch immer irgendwo. Ach, der hat schon angefangen. Oh, der Kreuzzug hat schon angefangen. Sonst dauert das auch immer erst ein Jahr. Ja, lol. Dann heben wir mal unsere Truppen irgendwo aus. Sind ja nicht so viele. Ja, wo am besten, ne? Hier in Griechenland. So, bitte sehr. Hier alle ausheben. So, let's go. Hier, auch unsere ganzen Verbündeten, alle heben ihre Truppen aus. Hoho, alter Schwede. Machen die Deutschen auch mit?
Jo, heute ist Singleplayer. Sonntag starten wir eine neue Multiplayer-Kampagne. Zusammen mit der Community. Also, du spielst erst seit 2 Wochen, aber du kannst auch gerne mitmachen. Im Discord, der ist. Den könnt ihr entweder Ausrufezeichen DC kriegt ihr im Chat den Link oder unter dem Kanal. Bei uns im Discord gibt es einen Crusader Kings-Kanal, da könnt ihr drunter schreiben, falls ihr teilnehmen wollt. Sonntag so 19:30 Uhr soll es losgehen. Ach, der Himmel ist klar und blau. Wie es scheint, werden wir heute vorzügliches Wetter haben. Eine hervorragende Gelegenheit, meinem Gast Oberhäuptling Kiba die Schönheit des Landes zu zeigen. Ob er wohl gern auf die Jagd gehen möchte oder bevorzugt er ein gemütliches Essen in der Sonne? Was? Mir ist egal, was er will. Wir gehen jagen. Und hat er auch Bock drauf. Nice. Jo, genau da in Modbeats. Ah, der Besuch läuft gut. Ja. Oh, ich habe das Gefühl, das könnte ein bisschen laggy werden, ey. Das sind halt mega viele Truppen einfach. Jo, da fängt es schon ein bisschen an. Moment, wie viele Truppen? Stand jetzt 350.000 Truppen. Ja, mein Hermann. Und hier gibt es jetzt schon direkt die erste Schlacht. Aber, oh Alter, es leckt wirklich schon. So, rein da. Oh, unsere Truppen. Ja gut, noch einen Monat. Nee, der geht einfach vorbei. Warum das denn? Hier, da. Das sind Feinde. Oh, aber er hat's vielleicht vor. Nee, auch nicht. War enttäuschend. Ja, aber gut, das ist halt auch schon relatives Endgame. Und ich hatte nie irgendwie sowas wie einen Erbschaftsfall und so weiter. Mit den Vampiren ist es halt relativ leicht, sich so ein fettes Reich aufzubauen. Auch wenn wir als Graf gestartet haben. Aber er immer noch. Nach einem durch und durch angenehmen Aufenthalt bereitet sich Häuptling Kiba und sein Gefolge auf die Abreise nach Chazaria vor. Oh, endlich. Endlich haut er wieder ab, ey. Ah, bevor der Oberhäuptling in seine Kutsche steigt, umarmt er mich herzlich. Oh, und bedankt sich bei mir. Ah, und auch meine höchst bezaubernde Gemahlin. Was sollen die Anführungszeichen? Muss ich mir hier Sorgen machen? Wird ausdrücklich gelobt. Ich verspreche, das Kompliment auszurichten. Na, hoffentlich besucht er mich bald wieder. Und wir haben Lebenswandelvorzug erhalten. Inspirierende Herrschaft. Na gut, plus 5 Prestige. Es ist jetzt nicht so, dass wir noch unbedingt viel mehr Prestige bräuchten. Jo, Lars, bis Sonntag dann. Und ich hoffe, du kommst schnell in den Schlaf und kannst morgen voll ausgeschlafen wieder aufwachen. Bis denn. Also, wo war ich genau? 4000 Truppen ist eigentlich schon gut. Jetzt gut, wenn du König bist, vielleicht nicht mehr. Aber gerade so am Anfang bist du mit 4000 Truppen echt gut aufgehoben. Als Vasall von irgendwas. Wenn du zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich startest, da gibt es, glaube ich, nicht so viele Herzoge oder so mit 4000 Truppen. Will denn hier wirklich nicht mal irgendwer angreifen? Ah ne, die kommen alle zu mir, ne? Ach so. Ach, die wollen mit mir einen kombinierten Angriff hier. Alles klar. Ui. Early Beta, Abend, wie geht's? Guck mal, der Lars geht, Early Beta kommt. Kleinkönig in Irland. Oh, Irland habe ich seit dem Tutorial nicht mehr gespielt. Aber da sind 4000 Truppen, glaube ich, auch ganz okay. Early Beta, wie geht's? Willst du ein bisschen gemoddetes Crusader Kings zugucken? Oh, die Frechen, Alter, die belagern uns. Oh, ein Ritter. Ebon. Ah, 18 Kampfgeschick.
Wir haben hier eine Regel. Ritter stellen wir nur ein, wenn die über 20 Kampfgeschick haben. Aber dann machen wir sie zur Belohnung auch direkt zu Vampiren, sodass dass alle unsere Ritter einfach mega heftige Vampire sind. Also tut mir leid, Ebon. Knapp vorbei. Oh, Wolfo, du bist da. Taubblind oder taubstumm? Ich glaube, ich wäre lieber taubstumm. Ich glaube, sehen ist mir wichtiger als sprechen zu können. Aktuell habe ich. Oh, kann ich es irgendwo genau nachgucken? Nee. Okay, ich versuche es aus dem Kopf. Ich habe ein paar kosmetische Mods für mehr Klamotten. Ich habe Great Empire Wars. Das kann ich zum Beispiel zeigen. Na gut, da jetzt nicht. Das ist eine neue Art von Krieg, die dafür sorgt, dass also ein Kaiser kann diesen Krieg einem anderen Kaiserreich erklären. Und dann kommen alle Truppen, die der Kaiser hat, und auch alle Truppen, die alle seine Vasallen haben, kommen mit in den Krieg. Dann hat man da locker mal hunderttausende Truppen. Und der Kaiser, der den Krieg verliert, dem zersplittert sein gesamtes Kaiserreich in alle Grafschaften. Und überall gibt es dann Ketzereien und so weiter. Also man kann damit ein ganzes Kaiserreich einfach vernichten. Den spare ich mir auf, wenn die Mongolen irgendwann kommen. Dann will ich mal versuchen, Genghis Khan sein ganzes Mongolenreich einfach zu zersplittern. Aber die wichtigste Mod, mit der wir spielen, ist Vampires and Lycanthropy. Also quasi Vampire und Lykanthropen. Die bringt Vampire und Werwölfe ins Spiel. Und wir sind Papst Vlad der Schinder, Papst, Kaiser und König von Transsilvanien, Oberhaupt der Vampirreligion und der vampirischen Kultur, 337 Jahre alt. Und in den letzten 300 Jahren haben wir unser Haus und unsere Dynastie ein bisschen verbreitet. So, das Haus Dracolea hat quasi fast ganz Europa. Und wir haben unsere Religion ein bisschen verbreitet, indem wir auf alle möglichen Throne irgendwelche Dynastiemitglieder und Vampire von uns draufgesetzt haben. Aktuell die Herrscher von Bayern, Deutschland, Frankreich, Aquitanien, Burgund und Asturien. Bald England. Oh, die haben ein neues Kind, da kümmern wir uns sofort drum. Und wir wollen im Moment noch diese beiden Herrscher auch noch in unsere Dynastie holen, die Reiche. So. In England haben sie ein neues Kind. Dumitru Dracolea. Ah, Spindeldür, ist mir aber egal. Wir versuchen ihn zum Vampir zu machen. 71% Erfolgschance, dass er es überlebt. 28% Chance, dass er bei dem Versuch stirbt. Sein Bruder ist leider gestorben, als wir ihn zum Vampir machen wollten. Mal gucken, ob es der Spindeldürre überlebt. Do it. Do it. Warum dauert das so lange? Ah, so. Moment, das Datum läuft nicht weiter. Oh, es hat geklappt. Okay, never mind. Lol. War ein kurzer Schluck auf. Folgt durch den Gang. Okay, meine Katze hat mir ein bisschen Gold gebracht. Danke. Ja. Oh, Alter, okay, das sind einfach die Lags, weil es zu viele Truppen sind. Auf die Frage, läuft das stabil? Ist jetzt momentan nicht das beste Beispiel, weil wir gerade einen Kreuzzug mit irgendwie 400.000 Truppen haben, darum leckt es gerade. Aber was die Mods angeht, hatten wir zum Glück keine Probleme. Wir hatten schon Mods, die Probleme gemacht haben, aber die Mods, mit denen wir gerade spielen, die machen keine Probleme. Bin ich echt froh drum. Und es hat funktioniert.
Der kleine Spindeldürre Dumitru hat den Prozess überlebt und ist jetzt ein niederer Vampir geworden. Das heißt, er ist ab jetzt unsterblich und wir warten, bis er 14, 15 ist. Dann werden wir seine Mutter, die Königin von England, töten. Und dann ist hier ein Vampir auf dem Thron von England. Und dann haben wir alle wirklich mächtigen großen christlichen Reiche zu Vampiren gemacht. Dem Papst haben wir übrigens Rom abgezogen, als Rache dafür, dass der Papst uns mal einen Kreuzzug erklärt hatte. Aber kümmern wir uns jetzt wieder um unseren eigenen Kreuzzug. In 3 Tagen ist die Armee bereit. Unsere Verbündete kommen alle angelatscht. Ah, hier braucht es noch ein bisschen. 2 Tage. Und in 4 Tagen sind wir durch. Dann geht's ab. Dann krallen wir uns ganz Arabien. 1 Tag. Oh, da kommen sie alle an. Die Vampire aus aller Herren Länder. Von da oben auch noch. Es hört nicht auf. Wie viele einfach. Oh, und hier jetzt auch aus Bayern. Aus Frankreich kommen Vampire. Oh, hier, Alter. 10.000 Vampire aus Asturien. Geiler Scheiß, Mann. Nur die Deutschen mal wieder nicht, oder was? Armee von Lebus? Na, vielleicht sind das die Deutschen. So. Wir warten noch, bis die hier angelandet sind. Und dann legen wir ab. Richtung Arabien. Mit auf jeden Fall den größten Krieg, den wir in dieser Kampagne bisher hatten. Einer unserer Morde wird ausgeführt. Na komm. Komm an Land. Nice, der Mord war ein Erfolg. Ah, wie der Krieg wird, ne? Ich glaube, der wird vor allem eins. Groß. So, komm, wir wollen nicht noch länger warten. So, wir können hier uns die Insel schnappen. Aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht beides? Guck mal. Ah, eine Armee mit ein paar Belagerungswaffen hätte ich gerne. Moment mal, wo sind unsere Belagerungswaffen? Ach, hier irgendwo mit drin, ne? So. Du hier, Graf Sergio. Du segelst hier hin und kriegst erstmal die hier mit als Verstärkung dahin. Na, wir können mit unseren Truppen ein bisschen inflationär umgehen, weil wir haben genug. So. Hier geht dann und alle anderen schicken wir direkt, wo ist die Hauptstadt, direkt hier rüber. Oh, was ist mit Akkon? Wem gehört das? Wieso gehört das nicht hier zum Reich? Na, irgend so ein Typ, ne? Der wird es wohl geerbt haben. Komm. Wir warten noch, bis der andere Mord durch ist in 3 Monaten. Dann kümmern wir uns darum weiter. Los! Tapfere vampirische Krieger! Und die, der Strom der Verbündeten, es hört einfach nicht auf. Boah. Okay, wir müssen beschleunigen. Los, Freunde. Legt ab, legt ab. Unsere Truppen in blutroten Uniformen und Rüstungen. Ich habe das Gefühl, das Spiel läuft echt schon ein bisschen langsamer wegen den ganzen Truppen. Ich glaube eigentlich, wir sind auf 5-facher Geschwindigkeit. Ja, oh, guck mal hier, wie langsam die Tage einfach umspringen. Okay, das sind einfach zu viele Truppen für wahrscheinlich für meine Grafikkarte. So,
Akku, das soll reichen. Und alle anderen Truppen, einschließlich dir. Ihr legt ab. Und hier nach Beirut. So. So, da stirbt der zweite. Was steht als nächstes auf der Liste? Alles klar, das war wichtig. Dabei, bei den Morden, ging es hier um das Kunqi-Königreich. Denn die haben 11.000 Truppen und wir wollen bitte, dass auch dieses Königreich in unsere Dynastie kommt und vampirisch wird, am besten in Religion und Kultur. Dafür haben wir gerade die zwei, die vor diesem kleinen Jungen in der Erbfolge sind, getötet. Dieser Junge ist mit unserer Tochter verheiratet, mit unserer Urenkelin, Matrilinea. Das heißt, wenn der König stirbt, Mord, danke, dann wird der Kleine hier König. Und dann ist das Reich Teil unserer Dynastie. Dann als nächstes hier, Adavid. Hier wollen wir die kleine Aisa mit einem Mitglied unserer Dynastie verheiraten. Aber der Herzog hat noch nicht so richtig Bock darauf. Darum würde ich gegen ihn gerne ein Druckmittel fingieren. Das sollte ein bisschen nachhelfen. Damit haben wir wieder zwei bösartige Komplotte am Start. Hier 61% Chance reicht mir nicht. Darum gucken wir mal, wer hier vielleicht bereit ist, sich bestechen zu lassen. Hier Bürgermeisterin Munja. Für wie viel? 68 Gold. Können wir uns, glaube ich, gerade so leisten. Ah, hopp, hopp. 77% Chance. Wen haben wir noch? Yusuf, der Erzzeugwart. Guck mal hier. Für 34 Gold, alles klar. Damit sollten wir 87%, das reicht. Und unsere Truppen sind unterwegs. Wir holen uns Kreta. Und alter Schwede. Diese. Oh ja, stell dir vor, du bist der Araber und siehst das hier alles auf dich zukommen. Allein hier irgendwie 47.000 Truppen. So, jetzt müssen wir unsere Truppen hier auch irgendwie sinnvoll verteilen. Denn die werden alle super viel Zermürbung kriegen. Ich glaube, wir werden mehr Truppen durch Zermürbung verlieren als durch Kämpfe. Ja, wir können auch nirgendwo hingehen einfach. Oh, hier bin ich persönlich. Nee, das will ich lieber nicht. Ach, wobei, warum eigentlich nicht, ne? Wir haben zu Hause auch nichts Wichtigeres zu tun. Ja, ja, ja. Wir teilen unsere Truppen ein bisschen auf. So, du kannst mit hier hin. Und da kommt schon der Rest. Ja, gefühlt ganz Europa ist einfach am Start. So, wie sieht's hier aus? Okay, hier ist schon fast fertig. So, einen Monat noch. Unser Militär ist aber auch so groß, wie es geht, ne? Ja, maximal ausgebaut. Und das ist eigentlich der krasseste Erfolg. Dass ich meine 60.000 Truppen komplett ausheben kann und trotzdem noch plus 100 Gold mache. Das ist krass. Ja, ich habe wirklich die kompletten Truppen ausgehoben. Und das war auch nicht immer so. Noch vor ein oder zwei Streams waren wir da noch fett im Minus, wenn wir unsere Truppen ausgehoben haben. Das ist eine Menge Geld. Vor allem dadurch, dass ich meine Domäne immer komplett ausbaue. Sogar Städte und so, die ich nicht selbst halte, sondern nur von meinen Bürgermeistern. Wenn man das Geld übrig hat,
auch die Sachen, die man nicht selbst hält, ausbauen. Zur Not kannst du sogar die Sachen von deinen Vasallen ausbauen. Denn je mehr Geld, dadurch verdienen deine Vasallen mehr Geld und dadurch kriegst du selbst mehr Steuern. So, es bringt nicht so viel wie deine eigene Domäne auszubauen, aber es bringt auf jeden Fall was. Und wir haben uns direkt einen Wandteppich gesnackt. Nice. Gucken wir mal am Ende vom Krieg, wie gut die Sachen alle sind. Oh. Wir dürfen wieder was vorlesen. Ejo. Die Dienerschaft eines Hofs wird häufig übersehen und kann sich daher beim Saubermachen frei durch die Gänge bewegen und so einiges mithören. Meine Bekanntschaft König Hakam, das ist der, den wir ermorden wollen? Den wir hält das mit seinem Gesinde nicht anders und diese Gelegenheit könnte ich nutzen. Man wird einige von Ihnen dazu bringen können, Wissen an meinen Agenten weiterzugeben. Wir erhalten Informationen. Das bringt uns Komplottstärke, minus 5 Geheimhaltung, ja. Erfolgschance plus 10. Oh, da kommen wir auf 95%. Das machen wir. Sehr gut, sehr gut. Ach, übrigens, oh nee, das habe ich eben vergessen. Ah, das zeige ich euch gleich. Wenn das nächste Komplott durch ist, dann müssen wir uns um eine super wichtige Sache kümmern. Eine super wichtige Sache. Ich versuche mich dran zu erinnern. So, wo sind unsere Belagerungswaffen, please? Nee. Irgendwo hier in diesem Stapel, ne? Ah, was hast du denn für einen Helm? Ah, das passt farblich ja mal überhaupt nicht. Wer bist du? Prinzessin Violetta? Ach, eine Tochter von mir. Ah ja. Interessante Farbwahl. Sie ist ein höherer Vampir. 43 Kampfgeschick. Alles klar. Aber ich wollte ihre Belagerungswaffen gerne. Wo sind sie? Geh doch bitte mal direkt zur Hauptstadt. Das gibt zwar heftige Zermürbungen, aber ist egal. Ist wirklich egal. Wir haben so viele Truppen. Hier, geht er mal mit hin. Große architektonische Expertise. Aha, naja. Belagerung gewonnen. Pass mal auf. Wir haben auch Arina, meine Urenkelin. Obwohl, nee, das geht eigentlich noch. Warte mal. Irgendwas. War das Clara? Nee. Ja, Ehefrau, Tochter und Schwägerin von mir. Und ich hatte auch vorher noch eine Tochter. Ah, hier, Ekaterina. Die war auch meine Tochter, Schwägerin und Ehefrau. Also, die Inzucht wird da hochgehalten. Eine Fraktion. Ach, ein Bauernpöbel. Der interessiert mich wirklich nicht. Igitt. Ja. Die Leute haben halt keinen Bock, irgendwelche Menschen oder Nicht-Vampire in ihre Blutlinie zu lassen. Ja, weh. Der Stammkreis. Aber es gibt, glaube ich, noch keine inzüchtigen Familienmitglieder. Also ich glaube, noch keins der Kinder ist wirklich hart inzüchtig. So, guck mal, wo können wir hier noch ein bisschen belagern? Keine Ahnung. Antiochia. Ostwestfalen. Ganz in der Nähe von Bielefeld. Quasi die allernördlichste Spitze von Nordrhein-Westfalen. Und du, wo kommt ihr alle so her? Entschuldigung, ihr wollt jemanden ermorden? Prinzessin Sandula? Meine Tochter und Schwägerin? Meine Tochter, meine Aufzeichnungen, die ich zum geplanten Ableben von. Okay, sie weiß, dass ich den Hackern töten will. Und ist jetzt richtig empört oder was? Ja, also. Es ist nur zum Besten. Hört her. Und weil ich so ein krasser Diplomat bin,
Habe ich 100% Erfolgschance und sie mag mich sogar mehr. Aber das sollte sie eigentlich nicht überraschen. Ich meine, ich bin doch schon seit irgendwie 300 Jahren oder so bekannter Mörder. Man kann hier doch auch nachgucken, ne? Genau, das sind alle Menschen, die ich getötet habe bisher. Da sind in den letzten 300 Jahren so ein, zwei Leute zusammengekommen. Da zählen aber, glaube ich, auch alle mit rein, die ich in der Schlacht erschlagen habe oder die ich hingerichtet habe. Ja. Ermordete, Hingerichtete, in der Schlacht erschlagene. Und irgendwo in dieser Liste müsste auch der ein oder andere Papst mit drin sein. Einen habe ich. Obwohl, nee, ich habe die Päpste nicht getötet. Ich habe die geblendet, entmannt und gefoltert. Ach, guck mal, aus dem Ruhrpott nach Augsburg. Guck mal, dann. Ja, zumindest der Ruhrpott ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Auch wenn ich, glaube ich, näher an Hannover als an Köln lebe. Bin ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Oh, Interesse entdeckt, das ist gut. Schildgeld, das war. Ah, mehr Steuern von republikanischen Vasallen. Ich glaube, ich habe nicht mal republikanische Vasallen. Kriegsvolk. Oh ja, mehr Kriegsvolk-Regimenter. Und alle plus eins, nice. Jetzt, wo wir unser Militär finanzieren können, ist es Zeit, dass wir da wieder ein bisschen nachballern. Mischkultur erschaffen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben die walachische und die griechische Kultur verschmolzen. Das geht seit dem letzten DLC. Ist Raden bei dir? Hm. Offenbares Geheimnis. Ja, ist mir egal. Ja, Kind im Knast, egal. Weiß ich aus dem Kopf gar nicht so genau. Warte. Ich guck mal kurz nach. Wo Raden genau ist. Raden. Oh ja, Tatsache. Aber wieso wusste ich das nicht? Das ist ja. Ja. Gut, ist noch ein Stückchen weg. Aber vom Maßstab her geschätzt, würde ich sagen, so. Einfach, das sollen 5 Kilometer sein. 15, 15. Also 30 Kilometer weit weg vielleicht. Ist ganz in der Nähe, jo. Wieso? Kennst du Leute aus Raden oder so? Ah, ich kipp vom Stuhl. iPhone-Werbung. Alter, das sind einfach so viele Truppen. Wie viele? Ja, einfach 340.000 Truppen. Das ist schon ein größerer Kreuzzug. Kann man nichts gegen sagen, ey. Haha. Eine Schlange bei Hofe. Ah, geht nicht um mich, darum interessiert es mich auch nicht. Oh, nice! Oh, das ist richtig geil. Wegen diesem Hasenfell war sein Hof manchmal auf dem ersten Platz. Jetzt habe ich das. Beste, beste. Die ganzen Artefakte, alles mein Scheiß. Ein ehemaliger Schulkollege kam daher. Er sagte immer, das ist am nördlichsten. Jo, kommt hin. Ist noch ein bisschen nördlicher als meine Stadt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du da Werbung hattest. 30 Kilometer ist Raden ungefähr weg. Boah, Alter, die Lecks. Alter, die Lecks. Oh, 300.000 Truppen. Oh, meine Augen, Alter. So, gehen wir mal kurz in den Thronsaal. Jemand ist inspiriert. Telegit hat eine Abenteuerinspiration. Okay. Dass das hier auch immer noch nicht vernünftig ist. Hat ja nur 30 Euro gekostet, der DLC. Ja, wir finanzieren sie natürlich.
Wir sind ja ein Freund davon, inspirierte Menschen zu unterstützen. Die armen Araber, muss man schon sagen, ey. Du wachst morgens auf, plötzlich 400.000 Truppen vor deiner Tür. Getränk des Lebens. Oh, König Hakon! Vergiftet. Stirb, Hakon! Nice! Oder Hakan heißt der, ne? Genau. So, König Hakan ist tot. Damit ist der kleine Bub hier auf dem Thron. Er ist verheiratet mit ihr, Matredinia. Und sie ist ein Vampir. Und ich habe das in den Mod-Einstellungen so gemacht, dass ob das Kind Mensch, Werwolf, Vampir oder was auch immer wird, liegt daran, was die Mutter ist. Das heißt, das Kind, was hier rauskommt, wird ein Vampir sein. Und wenn es alt genug ist, wird der hier sterben. Und dann haben wir in Kunkit dieselbe Situation wie England, dass unsere Dynastie da regiert. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass es hier keine Rebellion gibt und so, weil er noch ein Kind ist. Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass er so lange an der Macht bleibt, bis er alt genug ist, ein Kind zu kriegen. In England haben wir das Problem zum Glück nicht. Hier können wir gemütlich warten, bis er hier alt genug ist und dann einfach seine Mutter töten. Und wir wollten eine super wichtige Sache machen. Ich weiß nicht, ob es diese Ansicht auch auf der Xbox gibt. Sieht so geil aus. Denke, ich muss den PC wieder upgraden. Genau. Moddy? Darf ich dich Moddy nennen? Oder mach ich jetzt einfach so, zack. Welche Ansicht meinst du? Meinst du die hier mit dem Königshof? Ja, da warten wir kurz auf die Antwort, damit ich diese Frage beantworten kann. Aber auch cool, dass ich da jetzt fehle, weil ich im Krieg unterwegs bin. Ja, die gibt es auf dem PC, auch nur die ist. Dafür brauchst du den Royal Court DLC. Ich weiß nicht, wie das an der Konsole mit den DLCs ist. Dazu habe ich mich noch nicht informiert. Aber das hast du auch am PC, nur wenn du den entsprechenden DLC hast. Genau, der wichtige Komplott. Und zwar eine weitere Sache, also ein weiterer Vorteil daraus, Vampir zu sein. Nicht nur ich bin unsterblich, sondern auch die anderen Vampire. Und dadurch kann ich meinen Rat mit den heftigsten und krassesten Leuten ausstatten. Also quasi, ich kann meine Kinder zu richtig krass ausbilden. Dann mache ich die Kinder unsterblich. Das heißt, die Kinder haben hunderte Jahre Zeit, um sich selbst noch weiterzubilden. Und dadurch habe ich richtig krasse Leute im Rat. Dann setze ich die Leute in den Rat ein und das hat mehrere Vorteile. Einmal, die Leute in meinem Rat sind mega krass. Die mega krassen Leute in meinem Rat sterben mir nicht weg. Oi, iCrank, vielen Dank für den Follow. Ich wünsche dir viel Spaß noch heute. Das ein oder andere Stündchen machen wir noch. Bis 1:30 Uhr, vielleicht bis 2 Uhr nachts so um den Dreh. Der zweite Vorteil, also erstens, die sind krass. Zweitens, die krassen sterben nicht. Drittens, dadurch, dass das deine Kinder sind, kannst du deinen Kindern auch immer mehr Titel geben, sodass deine Kinder mit der Zeit zu mächtigen Vasallen werden. Das heißt, dein Rat besteht aus richtig krassen Typen, die nicht sterben und die mächtige Vasallen sind und die dich, weil das deine Kinder und Enkel sind, alle auf 100% mögen. Das heißt, du hast mächtige Vasallen, die alles können und die nie gegen dich rebellieren werden, für immer in deinem Rat. Aber, und ich glaube, das ist ein Bug, denn ich habe es in letzter Zeit ständig, dass irgendwelche Leute, die nicht mit mir verwandt sind, wie Dux Farren, einfach in meinen Rat reinkommen, obwohl die kein Druckmittel gegen mich haben. Das ist richtig nervig, weil die muss ich immer rausmorden jetzt. Denn das Ding ist, ich habe zum Beispiel Dan, der ist ein Sohn von mir, also quasi noch aus der zweiten Generation von Vampiren. Und der hat halt einfach 48 auf Bildung. Das ist der absolute Monster-Ratsprediger. Und als Ratsspitzel habe ich eigentlich Ghostula. Mein ebenfalls Sohn Ghostula
278 Jahre alt, auch mit 41 Ränkespiel. Und das ist super wichtig für mich, dass ich den im Rat habe. Weil solange ich den im Rat habe, kann ich nicht ermordet werden. Es ist einfach impossible. Und ich werde... Es gibt super oft Leute, die versuchen, mich zu ermorden. In der Regel leider meine eigenen Kinder. Ich hatte zum Beispiel, die habe ich eben schon gezeigt, Ekaterina. 169 ist sie geworden. Sie war meine Tochter und Schwägerin und meine Ehefrau. Und sie hat ungelogen 3 oder 4 Mal versucht, mich zu ermorden. 3 oder 4 Mal. Aber dank Ghostula in meinem Rat hat es nie funktioniert. Das heißt, der ist wirklich wichtig. Denn das Problem mit Vampiren ist, auch deine Rivalen und die Leute, die dich hassen, auch die können potenziell unsterblich sein. Und quasi über 100 Jahre immer wieder versuchen, bei dir reinzumorden. Darum ist Ghostula in meinem Rat als Ratspitzel im Prinzip unverzichtbar. Und darum muss dieser komische Dux-Typ sterben, damit ich Ghostula wieder in meinen Rat einsetzen kann. Ich meine, ich selbst habe auch krasses Ränkespiel, 39. Aber ist schon besser, wenn ich Ghostula noch zusätzlich im Rat habe. Dann bin ich halt quasi wirklich unantastbar. Inspiration gefördert. Was, die ist ja erst 16. Es wird Zeit, dass ich zu meinem Abenteuer aufbreche, sagt das 16-jährige Mädchen, mein Basileus. Meine begünstigte Margit verbeugt sich so gut wie sie kann mit all den vollbeladenen Taschen auf ihrem Rücken. Ich aufbreche, sagt mir bitte, gibt es etwas Bestimmtes, worauf ich während meiner Reise achten soll? Ein Schädel oder ein Fell hätte ich gerne. Wir haben schon einen krassen Schädel in unserem Thronsaal. Wäre cool, wenn wir einen zweiten dazu kriegen, einfach damit es schöner und symmetrischer aussieht. Oh, Alter! Herzogin Clara, die Fehlerin von Friuli, will, dass die Katze wegkommt. Ich sage, auf gar keinen Fall, die Katze bleibt. Ich werde Schatten nicht weggeben. Und wage es nicht, sowas nochmal zu fragen, sonst wirst du hingerichtet und aufgegessen. Dass du da noch so enorme Übersicht hast, crazy. Ja, das liegt halt, ich bin halt mit meinem Reich zusammengewachsen. Und bis zum langen, also wirklich, richtig lange, habe ich auch noch alle meine Enkel und Enkelinnen und teilweise noch Urenkel noch manuell gemanagt und mir hier angepinnt und für Ausbildung gesorgt und so weiter. Aber das sind mittlerweile so viele. Ich habe es ehrlich gesagt einfach aufgegeben. So, wenn man so mit seiner Dynastie zusammen wächst, dann kriegt man so ein bisschen Überblick. Aber mittlerweile sind wir fast 2000 Dynastiemitglieder. Weil es auch nicht weniger werden, weil die meisten Vampire sind und halt für immer leben werden, außer sie werden ermordet. Langsam wird es auch ein bisschen komplex, beziehungsweise es war komplex, die Übersicht zu behalten, als wir hier überall Vampire eingesetzt haben. Aber jetzt, wo fast überall Vampire herrschen, ist das auch einfacher geworden. Jo, bis gleich, X-Mod. So. Wir nutzen die Zwischenzeit, um hier mal ein bisschen Fortschritt im Kreuzzug zu generieren. Wir haben schon 42% Kriegsstand. Ja, wo können wir jetzt belagern gehen? Hier unten. Es geht ja um Arabien. Da macht schon Sinn, auch hier unten die Sachen mal wegzuerobern. Skandalöser Priester. Ja, kann man, verdamme ich den halt. Das ist mir als... Na gut, ich bin halt der Papst, ne? Ist eigentlich schon irgendwo relevant für mich, wenn irgendwelche von meinen Priestern sich versündigen. Ich biete eurem Ratskanzler bla 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 bereits einige Wochen Obdach und sie hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Nice! Danke, Duxfaren. Ach, das ist der Typ, den wir töten wollen. Ja, hättest du dich mal nicht in meinen Rat reingemogelt. Jetzt musst du trotzdem sterben. Bringt ja nichts. Einweihung in die Hexerei. Schön. Bessere Bande. Meine Tochter, Despotissa Margaret, die ist, glaube ich, auch meine Ehefrau. Ja, Tochter, Enkelin und Schwägerin.
Ah nee, nicht meine Ehefrau. Ah, sie ist meine Tochter, meine Enkelin und meine Schwägerin. Okay, das heißt auf jeden Fall, dass ich Sex mit ihrer Mutter hatte, die meine Tochter war. Und die Schwägerin? Keine Ahnung, wie die noch mit da reinkommt. Es ist ein kompliziertes Netz mit den Liebschaften hier. Ich würde es begrüßen, wenn mir meine Bande neu verhandeln könnten, mein Basileus. Was? Die will weniger Geld zahlen? Jede Verbesserung meiner Position würde natürlich von meiner Schatzkammer oder meinen Ländereien mit Begeisterung entgegengenommen werden. Ich sage aber nein, denn wir haben super viel Geld und regelmäßige hohe Steuersätze sind für uns wichtiger, als jetzt einmal 100 Gold zu kriegen. Brauchen wir nicht. Wir sind mitten im Kreuzzug mit 61.000 ausgehobenen Truppen und machen immer noch plus 114 Gold. Ah, wir haben wieder einen Vorzug im Diplomatie-Lebenswandel. Zwei sogar schon. Feste Hand, das gibt mehr Prestige. Und Prätorianergabe, Garde, gibt Prestige pro Ritter. Ah, gut. Das ist so ein bisschen, wo der Spielstand ein bisschen langweilig wird, quasi mit der Zeit. So, Ressourcen sind halt kein Problem mehr. Wir haben super viel Geld, wir haben mehr Prestige und Frömmigkeit, als wir ausgeben können. Und die Bekanntheit auch. Oh, wir kriegen unser Druckmittel. Ja, und starkes Druckmittel. Brauchen wir nicht mal, so ein schwaches hätte eigentlich gereicht. Aber egal. Aber egal. Ah, Inspiration, Richtungswechsel. Ein Reisender, der behauptet, meine begünstigte Margit nehme seine Dienste in Anspruch, wird vor mich gebracht. Er trägt eine Nachricht von der Abenteurerin bei sich. Fürchtet euch nicht, mein Fürst. Margit ist bei guter Gesundheit. Ich bringe euch Nachrichten über die Möglichkeit, ein noch größeres Abenteuer zu finanzieren. Margit ist irgendwo falsch abgebogen und befindet sich nun in der Nähe von Pilsen. Ah, Tschechien. Die Reisebegleitung von Margit entrollt eine schmutzige Karte, um mir zu zeigen, wo sie gelandet sind. Sie hat genug Geld, um den geplanten Bestimmungsort zu erreichen, ist aber der Ansicht, dass sie, mit etwas zusätzlichem Geld, einem örtlichen Gerücht nachgehen und ein großartiges Artefakt nach Hause bringen könnte. So, wir geben ihr nochmal das Geld. Wir sagen: Das Leben ist ein Abenteuer. Erkundet die Region auf der Suche nach Artefakten. Sie kriegt nochmal 60 Tacken. Und das Artefakt, das sie mitbringt, wird von höherer Qualität sein. Schön. Das gibt ein richtig schönes Stückchen Deko für unseren fetten Thronsaal. Belagerung gewonnen. Jo, das war die Belagerung hier. Zack. Und wir haben unser Druckmittel bekommen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt, wir gehen wieder nach Atavid. Das war's, ne? Genau. Gegen ihn haben wir jetzt ein Druckmittel. Wir wollen Isa verheiraten. Und zwar am besten mit jemandem, der noch keine Ehefrau hat. Damit er auch auf jeden Fall für Kinder gesorgt wird. Hier, Lucian. So, Lucian und Isa. Wir setzen unser Druckmittel ein. Und er nimmt die Hochzeit an. Gut, die sind verheiratet. Dann töten wir Lub Adavid. Damit Isa die nächste in der Thronfolge ist. Und danach den Herzog. Und dann sind wir auch da im Prinzip soweit fertig. Aber mittlerweile geht uns das echt gut von der Hand. Das hat uns am Anfang noch einige Probleme gemacht, das richtig hinzukriegen. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass nicht-christliche Herrscher auf gar keinen Fall ihre Leute mit uns verheiraten, weil wir ein christlicher Glaube sind.
Das ist schade. Sonst könnte ich meine Dynastie auch noch auf andere Throne setzen. Moin, Moddy Moddy. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben gerade unser Druckmittel bekommen. Und jetzt in. Hier reingeheiratet. Und ermorden da jetzt gerade den Thronfolger. Im Prinzip dasselbe, wie wir bei dem anderen Reich gemacht hatten. Josef will sich scheiden lassen. Welcher Josef ist das denn? Da gibt es so einige. Ein Vasall. Ja, kein Kind von mir, aber aus meiner Dynastie. Er ist auch Vampir. Und er will sich von ihr scheiden lassen. Ja gut, von mir aus. Scheidet euch halt. Und der Kreuzzug ist gewonnen. Forderung. Gib her! Oh, geil! An den abstoßenden Papst Vlad. Möge Allah euer Haus vernichten. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. Um diesem Blutvergießen ein Ende zu setzen, werde ich euren Forderungen nachgeben. Ja, brav. Brav. So sei es. Alter, die Belohnung. Wurde belohnt für den Beitrag. Alter, die ganzen Familien, die belohnt werden. Scheiße. Okay, da scheint noch eine Weile durchzulaufen. St. Georg, hat Papst Vlad den Sieg im Heiligen Krieg um Arabien geschenkt, nachdem die Malik ul Afdal Jamil und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwangen unsere Krieger, die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun da die besetzten Lande fest im Griff des heiligen vampirischen Herrschers sind, können wir mit der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. St. Georg ist mit uns. Die Musik übrigens ist aus Total War 2. Total War Medieval 2. So. Auch eins meiner Top 5 Lieblings-PC-Spiele. St. Georg ist mit uns! Alter Schwede. Holy moly. Und ich habe irgendeine Domäne dazu bekommen. Moment mal. Wurde das jetzt nicht an irgendeinen Begünstigten vergeben? Also es gehört zu Transsilvanien offenbar. Das aber auch sein kann, einfach wenn ein Vasall von mir das bekommen hat. Oh, Moment mal, was ist das hier? Das war doch mal meins. Halfdan, du. Lässt du dich vasallieren oder muss ich da mit dem Schwert? Na gut, wenn du. Da haben wir unser nächstes Kriegsziel. Alter Schwede, das ist ein fetter Brocken, den wir da bekommen haben. Ach, guck mal, hier die ganzen Leute, die haben hier alle irgendwelche Grafschaften und Herzogtümer bekommen. Guck mal. Alles Vampire. In Kultur. Ah ne, guck mal, der hat eine andere Kultur. Ja, aber die meisten sind vampirisch und walachisch. Nice. Demnach wird hier jetzt wahrscheinlich auch religiös, ja, richtig durchbekehrt. Und kulturell auch. Genauso soll das auch aussehen. Genauso soll das auch aussehen. Da musste ich überlegen. Meine Top 5 PC-Games. Warte mal, da muss ich mal kurz Steam öffnen. Also auf jeden Fall Crusader Kings, RimWorld und Total War Medieval 2. City Skylines ist schon echt nice.
Frostpunk ist auch mega geil, aber halt relativ kurz. Hearts of Iron bin ich noch nicht gut genug drin. GTA 5 spiele ich lieber auf der Konsole. Planet Zoo, Pummelparty, nee, Quatsch. Ja, RimWorld ist. Könnte schon Platz 1 sein. Ah, Civilization, nee. Stellaris könnte auf jeden Fall noch in die Top 5 kommen. Habe ich aber noch nicht angefangen zu lernen. Total War Attila habe ich auch noch nicht gespielt. Ah, kann aber auch was werden. Total War Empire hat mir schon mega viel Spaß gemacht auch. Total War Empire war schon richtig geil. Also eins ist auf jeden Fall RimWorld. Platz 2 wäre Total War mit Medieval 2 oder Crusader Kings. Platz 4 wäre wahrscheinlich Total War Empire. Ja, und Platz 5 Total War Rome oder City Skylines. Schwer zu sagen. Oh, hey Nick, wie geht's? Oh, der Nickmeister ist da. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Es ging gerade um meine Top 5 PC-Spiele. Wie geht's, Nick? Wie geht's? Hast einen guten Abend? Wie läuft's in deiner Herr der Ringe-Mod-Kampagne? Wir haben gerade den Kreuzzug gegen das Busridenreich erfolgreich abgeschlossen. Ihr Land quasi in zwei Hälften gespalten. Und uns Arabien gesnackt. Mit einer schönen, wenn auch winzig kleinen Verbindung hier zu unserem Jerusalem. Jetzt fehlt uns nur noch Antiochia und dann können wir das Schisma heilen. Ja, und wir lösen unsere Truppen auf. Aber mir geht's auch gut. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Ein bisschen sind die immer noch da, aber es wird besser. Und hier haben wir jetzt. In England haben wir einen Vampirerben. Das heißt, wenn der alt genug ist, töten wir sie. Und in Kunkit werden die beiden einen Vampirerben für uns erzeugen. Und wir sind gerade noch dabei, uns die zu holen. Und dann bei Zeiten entweder die Schweiz, also Savoyen, oder Sizilien. Aber Moment mal, guck mal. Hä, es gibt zweimal unterschiedliches Sizilien. Der König und der Oberhäuptling von Sizilien. Das ist ja seltsam. Craziness. Ja, Modbeats. Nick spielt gerade die Herr der Ringe, Lords in Exile heißt die, glaube ich. Die Herr der Ringe Mod für Crusader Kings 3. Steht bei mir auf jeden Fall auch noch oben drauf. Das Problem ist mit der Mod, dass man es momentan am besten auf Englisch spielt, weil in der deutschen Version viele Sachen noch nicht korrekt eingefügt sind. Und ich weiß nicht, ob das so gut für den Stream ist. Aber früher oder später werden wir die Herr der Ringe Mod auf jeden Fall auch noch spielen. Ghost fragt heute bis 10 Uhr durch. Nee, maximal bis 2 Uhr. Maximal. Ach ja, genau, Nick. Ja. Bei Nick ist Sauron von seinem Pferd getötet worden, einfach. Na, das kann ich verstehen, dass du danach nicht mehr so viel Spaß hast, weiterzuspielen. Das ist schon echt ein Schlag. Oh. Zorn der alten Götter. Großes Unheil. Ein blitzartiger Überfall von Großmeister Arngrimmel, der über die Jomsvikinger gebietet, droht in Alexandria. Die halbe Grafschaft in Brand zu setzen. Alexandria gehört mir? Oh ja, tatsächlich. Als fundamentalistische Asatru erachten diese Piraten den dortigen Glauben als Bedrohung ihrer Lebensart. Was? Also, was haben die Wikinger überhaupt in Ägypten zu suchen? Sie tun mehr als nur plündern. Sie schlachten Priester ab, brennen Kirchen nieder. Und machen ein riesiges Getöse um ihre falschen Götter. Alter, holy shit, Mann. Es bleibt keine Zeit, um eine Armee auszuheben.
Ich kann mit den Truppen zuschlagen, die ich zur Hand habe, oder ich beiße die Zähne zusammen, bis sie wieder verschwinden. Schnappt euch, wen immer wir haben. Zu den Waffen! Ah, die Wikinger, Alter. Oh, ich hab verloren. Das ist schmerzhaft. Verdammte Wikinger, Mann. Eine Schlange bei Hofe. Bla bla bla. Es geht nicht um mich. Das interessiert mich nicht. Ich fordere bis 9 Uhr. Nee, nee. Die Zeiten sind erstmal vorbei. Zumal ich letzte Woche erst in diesem 14-Stunden-Stream hatte, hallo? Ach, es sind Ferien. Guck mal, wusste ich überhaupt nicht. Letzte Woche kam Zika 3 in Game Pass, genau. Yo, oh! Modbeats, ich glaube, da hast du eventuell jemanden, der mit dir auf der Konsole spielen kann. Ghost hier im Chat. Spielst nämlich auch auf der Xbox. Ja, zusehen kann. Wie heißt der? Schön gottlos hin. Ja, Mods sind, glaube ich, mit der größte Vorteil, den PC über Konsole hat. Und das sage ich selbst als eigentlich bin ich Main-Konsole, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich seit 4 Monaten nichts mehr auf der Konsole gespielt habe, weil ich so lange streame. Weil ich allgemein neben dem Stream, ich komme nicht mehr dazu, irgendwas privat zu zocken. Bla 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 bla. Interessiert. Ist mir egal. Weg damit. Zack. So, genau. Oh, Kerkerkohle einkassieren. Zack. Kerkerkohle. Wie viele haben wir? Ah, nur 10? Nach dem Kreuzzug? Ein bisschen enttäuschend, ey. Komm, es ist auch nicht so, dass wir das Geld wirklich bräuchten. So, das machen wir. Ja, gut, ein bisschen Geld ist dazugekommen. Zap, zap, zap. Wir wissen ja, wenn wir Geld brauchen, können wir einfach Zahlung verlangen. Und da sind 198 Familienmitglieder, die uns Gefallen schulden, von denen wir alle ein bisschen Geld einkassieren könnten, sollten wir einmal Geldprobleme haben. Aber von all den Leuten, die in Arabien jetzt Land bekommen haben, können wir erstmal schön die Bande ändern. Das ist geil. Ja, kriegt alle eine schöne Steuererhöhung. Ja. Jedes Prozent zählt. So. Auch du. Zack, zack. Ja, die Reichsverwaltung, ne? Auch hier, oh, sogar 2 Bonusprozente. Ich frage mich, sind das eigentlich auch Vampire alles? Na, er zumindest. Na, hier extra Prozente. Graf Roman. Da gibt es nochmal ein Prozent drauf. Allein das wird zusammengerechnet schon so schon wieder so einen Ah, Geldbonus da geben. ist er. Ui, Und Katze. ihr seht, er hat halt wirklich keinen Bock, gestreichelt zu werden. Dann hol dir eine Xbox. Nee, nee. Ich bin Sony-Kind. Schon immer. Seit PlayStation 1. Ich bin auch eigentlich Konsolenspieler. RimWorld gibt es aber nur auf dem PC. RimWorld war tatsächlich. Nee, nicht das erste. Mein erstes PC-Spiel. Ah, nee, Quatsch. Sagen wir, das erste PC-Spiel, das ich mir selbst mit meinem eigenen Geld gekauft habe, das war Spore. Und danach kam, glaube ich, auch schon wieder RimWorld. Ich glaube, ich hatte jahrelang nur Spore auf dem PC und Game Dev Tycoon. Dann kannst du privat Zika 3 zocken. mir wurde jetzt ein PC mit 2 Bildschirmen und allem für. Ah ja, sehr gut, Ghost. Dann kannst du bald überall mitmachen. Oh, X-Mod wird von Werbung belästigt. Ghost auch. Ja, Mods und Konsole ist halt, geht nicht so gut.
Ah, Ghost hat die Katze gekauft. Wenn ich dann den PC upgrade, spiele ich das auf Steam. Gibt es Sport nicht auch auf der Konsole? Spore? Weiß ich nicht, also zumindest damals noch nicht. Ah, Spore ist ein geiles Spiel. Spore ist ein richtig geiles Spiel eigentlich. Das will ich auch mal. Oh, lass uns mal Spore spielen. Nicht komplett, weil ich habe es noch nie komplett durchgespielt. Weil das Ende ist einfach nur ein einziger endloser Grind. Aber Spore ist richtig nice. So, es gibt super viele Leute, die immer schlecht über Spore reden. Aber ich finde es richtig cool. Oh. So, wir lassen laufen. Wir haben unsere Komplotte. Hier, Weißruthenien. Die haben sich irgendwie aus unserem Reich gelöst. Wahrscheinlich durch Erbschaft. Da gehen wir mal rein. Krieg erklären. Nein, nein. Schon. Ach, Leute. Nur diesen. Da. Das ist nur Uman. Ja. Bitte. Hier. Ah, wir brauchen dann auch nicht irgendwie 60.000 Mann oder so. Ah, lokale Armee ausheben soll reichen. Ah, nee, wir müssen zu seiner Hauptstadt latschen, ne? Okay, ja. Na, mal gucken, ob so eine Truppen reichen. Sonst müssen wir noch mehr ausheben. Aber wir müssen zumindest nicht wieder so einen heftigen Kreuzzug erklären. Und der Mord an dem Dux. Sehr gut, das war wichtig. Jetzt können wir unseren super krassen Ratsspitzel Ghostula, der übrigens auch gerade hier im Chat anwesend ist. Siehst du, Ghost, dein Charakter ist immer noch am Leben. 279 Jahre bist du bereits. Mit 41 Ränkespiel. Mein. 1, 2, 3. Mein dritter Sohn. Hab theoretisch auch eine Xbox da, spiele aber nie an der. Wenn dann auf der PlayStation, so anständig. Aber selbst da habe ich, seit ich den PC habe, nur Trackmania mit einem Kollegen gespielt. Also, Ghost ist wieder im Chat, im Rat, wie es sich gehört. Hier ist der gerade 5 Monate vor seiner Ermordung. Das heißt, wir töten Herzog Abdul. Jo. Und dann kommt Aisa auf den Thron. Das wird schwierig, ey. Sie ist 6 Jahre alt und weiblich. Kann gut sein, dass wir da helfen müssen, damit die auch an der Macht bleibt. Aber das machen wir. So, wir wollten uns um Uman kümmern. Nee, nee, das war. Das weiß ich sogar noch. Lucian war das. Lucian hat Lavula getötet und Vardula. Aber Ghostula wollte er, hundertprozentig hat er versucht, Ghostula zu töten, kein Zweifel. Aber weil Ghostula mein Ratsspitzel ist und 41 Ränkespiel hat, hat Lucian das hundertprozentig nicht geschafft. Der wurde enthauptet. Ich glaube, Lucian hat gegen mich rebelliert. Lucian hatte, glaube ich, auch ein paar Mal versucht, mich zu töten. Und ich glaube, ich habe ihn irgendwann einfach hingerichtet. Weil irgendwann wurde er mir zu nervig. Der tötet meine richtig krassen Söhne, versucht mich zu töten, macht immer nur Ärger. Da hat der Sohn seinen Kopf verloren. Ah, oh, guck mal, der Chat connectet sich. Nice, geil. Ah, das freut mich, dass solche Sachen hier passieren. So. Ach, guck mal, die sind sogar schon im Krieg. So, wir gehen mal zur Hauptstadt hoch. Hoffen wir mal, dass der Krieg jetzt möglichst schnell vorbei ist. Will ich mich nicht lange mit aufhalten. Für diese kleine Grafschaft. Ein Hoch auf die Gesundheit. Gut, er stirbt. Da sagst du was, ja. Aber
Ich glaube, kann ich die Tötungsliste von ihm einsehen? Ich glaube, da sehe ich nur die Sachen, wo es auch bekannt ist, also wo es rausgekommen ist. Ja, hier. Die erste Person, die er getötet hat, noch im Jahr 952, war sein Bruder Prinz Lavula. Irgendwelche Leute. Ja, Ghostula ist hier nicht mit aufgeführt, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das nie herausgekommen ist. Ich bin mir 100% sicher, dass er das war. Ich meine, es hätte auch Ghostula sein können, weil Vardula ja auch vor ihm in der Reihenfolge war. Können wir mal gucken. Nee, steht da nicht mit drin. Ich bin mir sicher, dass Lucian das alles war. Der war ein richtig, richtig, richtig schlimmer Sohn einfach. Gut, der Graf ist tot. Damit haben wir wieder ein Komplott frei. Und wir können direkt anfangen. So, was wollen wir? Wollen wir Savoyen? Oder wollen wir Sizilien? Eigentlich hätte ich es lieber, dass wir Savoyen lassen, damit König Bogdan von Burgund das erobern kann. Damit sein Vampirreich ein bisschen größer wird. Er müsste es natürlich auch einfach mal machen. Er macht es halt einfach nie. Guck mal, er ist viel mächtiger. Er hat auch keinen Waffenstillstand. Am liebsten würde ich den Charakter auf ihn wechseln und einfach den Krieg erklären und zurückwechseln. Der hat einfach keine Ambition, größer und stärker zu werden. Nee, wir wollen als nächstes Sizilien haben. Wir gucken in die Erbfolge. Prinz Unluf wird er wahrscheinlich nicht mit uns verheiraten. Aber Prinzessin Bianca. Prinzessin Bianca braucht einen Ehepartner. Und da gucken wir doch gleich mal. Despot Vlad von Aquitanien? Das macht er doch hundertprozentig. Der ist halt einfach König von Aquitanien. Und die ist gar nichts. Jo, macht er 100%. Geil. Okay, jetzt kurz nachdenken. Er ist kein Vasall von mir. Ändert das irgendwas? Oh, er ist Kannibale. Sehr gut. Nee, ändert nichts. Die kriegen ein Kind. Das Kind kommt in meine Dynastie. Nö, das funktioniert. Vorschlag abschicken. Wir müssen nicht mal ein Druckmittel fingieren. So. Nice. Es wurde reingeheiratet. Das heißt, Bianca wird mit dem König von Aquitanien ein Kind kriegen. Das Kind wird dann Sizilien erben von ihr. Dafür müssen wir sie nur auf den Thron bringen. Das heißt, der kleine Prinz Unluf muss einen Unfall haben. Aber Kinder im Mittelalter, ey, die sterben so schnell. Da können so viele schlimme Dinge passieren. Einfach so ist wirklich tragisch. Man könnte fast das Gefühl haben, dass da irgendwer dahinter steckt. Kannst auf den Totenkopf gehen? Genau. Ich muss da streamen, um es zu zocken. Oh, Moment, Moment. Ja, irgendwer ist mir egal. Ich muss da streamen, um es zu zocken. Hab die Xbox One und das braucht schon recht viel Internet. Ach, geht's ja auch wieder um Crusader Kings wahrscheinlich, ne? Hab von jemandem gehört, dass es kaum spielbar ist. Ah, bei einem Spielstand von mir hat Sardinien Italien eingenommen und Teile von England und Irland. Lol, das fühlt sich ja fast so an, als wäre es ein Spieler gewesen, wenn einfach so random Sachen übernommen werden. Wie als ich mit meinen Wikingern einfach halb Afrika beherrscht habe. Das war auch so mega seltsam einfach. Oh. Ah,
Herr, eine Nachricht von eurem Abenteurer Margit, sagt der Diener, als er mir eine Schriftrolle übergibt. Meine Suche hat mich ins Hinterland von Vogtland geführt. Es ist berüchtigt dafür, voller Wölfe zu sein. Doch ich habe gute Gründe zu der Annahme, dass mein Ziel nahe ist. Rechnet bald mit meiner Rückkehr. Gezeichnet Margit steht in der Schriftrolle. Es ist wirklich ehrgeizig von ihr, einen solch riskanten Weg zu wählen. Also ich erinnere daran, dass sie 16 ist. Oh, sie ist 17 geworden mittlerweile. Na dann. Margit hat ausreichend Wissen, um sicher zu sein. 67% Erfolgschance. Ja. Gibt es etwas, das die Qualität hebt? Oh, nee. Nee, okay. Margit macht das schon. Ich vertraue in sie. I believe in Margit. Lüttüdü. Dü-dü-dü-dü. Achso, wir sind ja schon fertig mit der Belagerung. Na gut, dann hier, dahin. Was? Schon wieder durch? Alter, wie schnell das einfach geht. Ja, dann hier rüber. Jo, weil ich Arabisch spreche, kann ich die Briefe selbst übersetzen. Ach, ich bin über der Domänenschwelle. Warte, da müssen wir uns dann auch noch kümmern gleich. Wir haben ja bei dem Kreuzzug selbst auch irgendwas bekommen. Wie scharf sind nicht von euch? Bla bla bla. Herzog Abdul Hassan. Jo, der stirbt. Oh, was passiert plötzlich? Wie sagen wir immer so schön, die Ereignisse überschlagen sich. Da müssen wir gleich erstmal ein bisschen was aufholen, was hier gerade alles passiert. Aber erst den Krieg schnell gewinnen. Ach, Crusader Kings spielt man über die Cloud. Oh, das klingt aber, als würde das Ding ganz schön beanspruchen. Nee, das darf kaputt gehen. Danke. Ah, Nick hat mir letztens im Discord ein richtig krasses Foto von einem Spielstand, wo er das Römische Reich hatte und halt einfach legit die halbe... Also wirklich, das ist keine Übertreibung oder so, sondern wirklich die halbe Welt erobert hatte. Das war schon heftig. Das Römische Reich gründen will ich irgendwann auch nochmal. Ja, der wird beobachtet. Okay, wir belagern einfach 30 Tage lang. Das soll es jetzt gewesen sein. Gib, gib. Und vorbei. Na also. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Alle Truppen auflösen. So, wir haben die Grafschaft zurück. Was ist alles passiert? Oh! Was ist das? Ich kotze, Mann. Ah, oh, die fucking Wikinger, Alter. Wir haben so lange dran gearbeitet, einen Vampir nach England zu bekommen. Und jetzt nehmen die Wikinger, übernehmen einfach England oder was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum rufst du mich nicht als Verbündeten? Oh, wir sind nicht verbündet, warum nicht? Du bist mit meinem Enkel... Oh, Mann! Oh, nö! Wir brauchen ein Bündnis, ey. Hier, Heirat arrangieren mit, keine Ahnung. Ihr hier, ist mir wirklich ganz egal. Matrilinear, bitte. Ja, laber nicht. Sind wir jetzt verbündet?
Nee, immer noch nicht. Warum nicht? Ach, weil das. Weil die nicht nah genug mit mir verwandt war, ne? Okay, hier mit meiner Tochter zum Beispiel. Oder hier mit. Ja, die sind alle zu alt, ne? Das machen die nicht. Hier, die ist 38. Wie wär's? So. Das gibt ein Bündnis, oder? Sag mir, das gibt ein Bündnis. Ja, ausgezeichnet, bla bla. Nee. Aber okay, mit ihm bin ich verbündet. Oh, das ist ja wirklich frustrierend, Alter. Die fucking Wikinger. Ach, guck mal, der ist auch Vampir. Okay, es ist im Prinzip halb so schlimm. Ah, nee, der hat die falsche Religion und Kultur und Dynastie. Nee, nee. Nee. Ah, gut, wir wollten uns erst hier um kümmern. Die beiden müssen ein Kind kriegen. Ja. Hier ist Herzogin Aisa mit Lucian verheiratet. Aber wir sind auch nicht mit denen verbündet. Aber ich brauche mehr Kinder, ey. Ich krieg keine Bündnisse, wenn ich meine Enkel und Urenkel verheirate. Aber sie ist halt ein siebenjähriges Mädchen, ne? Hoffen wir mal, dass sie hier in der Macht bleibt. Das ist wirklich hart, Mann. Ja, Bündnisvorschläge, zack, zack. Nee, kein Bock, Hof zu halten. Nee, nee, nee. Untertanen erpressen brauchen wir nicht. Wir haben 8000 Gold. Ja, was machen wir damit? Ja, wir könnten halt sie töten. Und er wird ja Ansprüche auf England haben, ne? Ja. Also, kurze Frage an den Chat. Das ist eine Sache, die will ich nicht selbst entscheiden. Das müsst ihr entscheiden. Angenommen, wir töten sie und er ist dann halt König von Mini-England. Und wenn wir dann den Charakter wechseln und kurz ihn übernehmen, und Mercia den Krieg erklären und uns hier als Verbündeten rufen und dann wieder zurückwechseln. Ist das cool oder ist das zu hart gecheest? Das dürft ihr jetzt bitte mal entscheiden. Weil alleine will ich das nicht entscheiden. Ich werde in der Zwischenzeit mal hier gucken, was wir an Domäne dazu bekommen haben. Yari, ein Stamm. Will ich nicht haben, vergebe ich an. Weiß ich nicht. Hast du schon was? Nee, du bist landlos. Ah, Titel vergeben. Wo ist es? Ganz unten wahrscheinlich. Hier, das, ne? Ja, wo ist es? Oh Mann, ja, bitte sehr. Viel Spaß damit. Und dann haben wir noch irgendwas bekommen. In Arabien wahrscheinlich. As-Safra, ein Tempel. Ja, gut. Den können wir vergeben an. Ist mir völlig egal. Ja, viel Spaß damit. Und dann gibt es hier noch das. Al-Madina. Oh, ho. Okay, die bringt uns nichts, weil wir kein Moslem sind. Was habt ihr hier gebaut? Ha, Armee, Armee, Armee. Nee, das ist alles militärisch. Kein Interesse dran, vergebe ich an. Ich habe doch noch einen Sohn, der kein mächtiger Vasall mehr war, ne? Oh, hier hat sich schon wieder einer reingecheatet. Haben wir einen Mordkomplott frei? Bitte sag ja. Ja, haben wir. Oh, das ist so nervig. Mord. Ja.
Oh ja, die sind alle drei keine mächtigen Vasallen. Ghostula will ich gerne Medina geben. Damit er vielleicht wieder nicer, mächtiger Vasall wird. Das wäre mir recht wichtig. Ah, die Liste ist so lang. Nee, wir machen das andersrum. Hier. Titel vergeben. Medina. Ah, so. Da ist er. Oh, kann ich nicht. Und ihr seht, er hat halt wirklich keinen Bock, gestreichelt zu werden. Das wäre Scam. Ich wäre für ohne Charakterwechsel. Alles klar. Scam, Scam, Scam. Okay, ihr seid euch einig. Dann müssen wir hoffen, dass er seinen Anspruch auf England selbstständig klar macht, ohne dass wir das für ihn machen. Also wenn er kein kompletter Vollidiot ist, wird er es machen. Ich meine, er weiß, dass er einen Anspruch auf England hat und er weiß, dass er mit unseren 60.000 Vampiren verbündet ist. Es wäre halt richtig dumm von der KI, wenn er das nicht machen würde. Also hoffen wir einfach mal, dass es passiert. So, hier. Du bitte. Titel vergeben. Medina. Viel Spaß damit. Zack, bitte sehr. Weil ich check's nochmal. So, sie hat einen Anspruch auf England, klar. Und er auch, genau, als ihr Haupterbe. Also sobald er an der Macht ist, jetzt müssen wir halt hoffen, dass das hier alles nicht vorher zersplittert. Dürfte es aber nicht, weil er ist ja Vampir und wird nicht sterben. Das heißt, hier wird es keine Erbschaften geben. Er hat auch genug Truppen, dass er es nicht an irgendwen verliert. Das sollte schon funktionieren. Wir müssen jetzt halt nur warten, dass er das selbstständig erobert. Worauf hat er noch Ansprüche? Ja, nee, das lieber nicht. Und Leon, ist das nicht hier unten? Na, ja, vielleicht ein anderes Leon. Gut, dann machen wir das ohne. Vielleicht koste ich zu viel Prestige. Oh, moin Norabilis, wie geht's? Ah, jetzt ist die ganze Gang hier wieder vereint bald. Mit dem... Ich liebe einfach dieses Norabi-Derb-Emote, ne? Ich liebe es einfach. Ah, König von Deutschland haben wir schon einen. König Laurentiu. Der ist ein Enkel von mir. 139 Jahre alt. Hm. Ja, das ist natürlich ein Punkt, ne? Ah, guck mal, sie hat 959 Prestige. Er hat einfach schon instant 1000 Prestige. Ich gönne mir seit 2 Tagen Doctor Who. Wie random. Hi. Doctor Who habe ich selbst noch nie geguckt, tatsächlich. Ich höre immer wieder, dass es super gut ist. Aber ich will jetzt nicht irgendeine so eine unfassbar mega lange Serie anfangen. Ich habe ja sonst schon für nichts Zeit. Also es wäre halt geil, wenn er sofort seine 1000 Prestige dafür einsetzt, mich als Verbündeten zu rufen. Come on, Alter, du könntest dann ganz England haben. Jetzt sei bitte kein Idiot. So, für uns der nächste Punkt. Die Busriden. Können wir noch keinen Krieg erklären wegen dem Waffenstillstand? Es dauert also noch ein bisschen und noch eine Weile, bis wir Antiochia haben können. Und zwar dauert es noch. Alter, zu viel Diplomatie. Ist er das? Oder... Warte. Zap, zap, zap. Also viele Waffenstillstände. Verbündet, verbündet, verbündet. Wo kommen die Waffenstillstände? Scroll, scroll, scroll. Ah, hier. Oh, ich will doch nur... Hier, dieses Symbol. Ich will doch nur wissen, wie lang der Waffenstillstand mit denen ist. So. 8 Jahre!
Okay. Offensichtlich haben Kreuzzüge doppelt so lange Waffenstillstand wie normale Kriege. 8 Jahre, Alter, das ist schon heftig. Darauf müssen wir erstmal den kleinen Unluft töten. Dem älteren Ghost soll Deutschland gehören. Dem älteren Ghost, dem gehört auch so schon einiges. So, hier, der ist König von Bulgarien. Ah. Ganz Bulgarien gehört ihm. Ich hatte einfach mal wieder richtig Bock drauf. Richtig Bock auf Doctor Who. Bei diesem Spielstand hast du noch nicht die More Interactive Vessels Mod. Nee, nur hier Reichskriege und die Vampire und ein paar Sachen für mehr Klamotten. Immer nicht, wenn ich nicht weiß, was ich mit mir selbst anfangen soll, gönne ich mir Serien zum Abschalten. Das Längste, was ich mal gemacht habe, war, alle Dragon Ball Staffeln hintereinander wegzugucken. Alter. Mit so ein paar Stunden Schlaf natürlich dazwischen. Also gebinged. Ganz Dragon Ball. Alter, das ist aber. Ich bin mir nicht sicher, wie viele das sind, weil ich Dragon Ball nie wirklich verfolgt habe. Aber sicherlich jede Menge. Mach doch dasselbe mal mit One Piece. Dann hast du auf jeden Fall eine Lebensaufgabe. Wir haben wieder Leute im Knast, sehe ich gerade. Kerkerkohle. Zack. Haben wir Anspannung? Nö. Das heißt, wir müssen auch niemanden hinrichten und verspeisen. Was geht hier alles ab? Ehescheidung, Ehescheidung. Was ist denn los? Alle wollen sich scheiden lassen. Oh! Die 17-Jährige. Jetzt ist sie schon 18. Lehnsherr, die Abenteurerin Margit hat eine Nachricht geschickt. Okay, sie lebt also noch. Ruft ein Diener mit einem Brief in der Hand. 10 Tage und 10 Nächte lang versteckte mein Trupp und ich uns schon. Der Räuberanführer hat die Straße gesperrt, die wir bereisen müssen. Wozu ratet ihr? Zur Vorsicht? Oder sollen wir sie bekämpfen und darauf vertrauen, dass Gott uns beschützt? Gezeichnet Margit steht auf dem Pergament. Es scheint, dass sie in einer Zwickmühle steckt. Ah, haltet euch bedeckt. Nee. Hier 150 Gold an den Räuberhauptmann. Ist mir egal. So. Hauptsache, die Mission geht weiter. Oh, Wolfo. Ach, du warst die ganze Zeit noch da, Wolfo. Jo, danke. Danke, Wolfo. Schön, dass du da warst und bei Scriblio mitgemacht hast. Hat richtig viel Spaß gemacht wieder mit deinen Künsten. Was geht eigentlich bei Schleswig ab? Wird das ein Weltreich? Jo, Schleswig ist richtig heftig. Und das Geile mit Schleswig ist, der Herrscher ist ein Vampir. Nice. Darum ist er wahrscheinlich auch so heftig. Genauso erinnerst du dich noch, wie krass Dänemark mal war? Das war ja auch ein Vampir. Genauso wie er ein Vampir ist. Alba auch. Also alle großen Reiche fast sind Vampire. Und ich glaube, kein einziges ist Werwolf. Das ist ganz gut. Das ist im Prinzip genau das, was wir erreichen wollten. Hier, da, Vampire. Ah, Samisch, nix von beidem. Oh, Norwegen ist auch ohne übernatürliche Kräfte groß geworden. Ah, Schweden auch. Was ist hier? Nee. Scheint keine krassen Werwölfe zu geben. Ui, Alter, der ist krass. Aber auch der ist ein Vampir. Okay, die Werwölfe scheinen wirklich richtig unterzugehen. Nice. Nice, nice, nice. Alter, wie überall nur irgendwelche Vampire regieren. Nice, nice, nice. Richtig cool. Ah, also, Wolfo, schönen Abend noch. Und komm gut in den Schlaf und sei morgen fit, wenn du aufwachst. Beziehungsweise später dann heute. So, weiterlaufen lassen. Nee, nicht weiterlaufen lassen. Hier, wir haben doch neue Sachen für unseren Hof bekommen. Und zwar.
Was haben wir Neues? Die Sachen sind hoffentlich... Oh, da war was Neues. Moment. Wandteppich von Amunet. Da, das sind keine so krassen Perks. Nein, danke. Verzichte ich drauf. Und das andere war... Hier dieser richtig extrem krasse Hase. Da! Fell eines Hasen aus Ninava. Das Tier soll besonders großartig gewesen sein. Prestige, Bekanntheit, Hofpracht. Geil. Können wir das noch irgendwo anbringen, ohne irgendwas anderes zu ersetzen? Nee, da hängt schon was, ne? Nee. Ah, das ist so nervig, dass hier Sachen immer nicht angezeigt werden. Weil es für die keine Modelle gibt. So, warte mal. Genau, hier hängt nämlich schon... unser Fell vom Hasen aus Gizeh. Aber der Hase hier ist geiler, oder? Ja, gibt mehr Prestige, mehr Bekanntheit, mehr Hofpracht, alles klar. Das heißt, dieser Hase, der auch nicht angezeigt wurde... Oh, jetzt habe ich kompletten Quatsch gemacht. Nee, Moment. Der Hase soll weg. Nee, oh Mann. Man kann halt, wenn die kein Modell haben, kann man die nicht anklicken. Das ist halt... Wie werde ich das Teil los? Also hier packen wir uns erstmal diesen Schädel wieder hin. So. Dann gehen wir auf Artefakte. Nehmen uns den super krassen Mega-Hasen aus Ninava. Alter, ich habe zu viel Scheiß gehortet. Hier. Und packen den hier dran. So, der hat auch ein Modell. Das hier ist übrigens das Fell von unserem Hund, der leider gestorben ist. Aber wir konnten ihn häuten und sein Fell an die Wand tackern. Macht man offenbar so. Ja, oh, das wäre natürlich, das würde einem Sorgen machen. Undercover-Werwölfe. Das wäre problematisch. So, jetzt kann man natürlich überlegen. Was machen wir denn in diesen 8 Jahren, die wir warten müssen, bis es hier weitergeht? Wir könnten nochmal Krieg mit dem Pontifikat machen. Wir könnten mehr von Byzanz erobern. Anatolikon. Das hätte ich gerne. Und hier so diese ganzen in unserem Land eingeschlossenen Sachen... Oh, in den Krieg gerufen. Nein, führt doch keinen Krieg gegeneinander. Seid ihr bescheuert? Nee, ablehnen. Oh, nö. Ihr seid doch verwandt. Ah, jetzt führen die Vampire hier Krieg untereinander. Der Punkt ist, im Prinzip ist es uns egal. Beide sind aus unserer Dynastie. Beide sind Vampire. Also egal, wie sich die Grenzen hier verschieben, für uns ist es eigentlich egal, weil der Status quo bleibt der gleiche. Aber warum kannst du nicht Alba den Krieg erklären? Oder hier Schleswig meinetwegen noch. Oder hier fucking Nürnberg. Warum sind die immer noch unabhängig? Kann doch nicht sein. Oder hier die Schweiz. Es gibt so viele, die du angreifen könntest, die nicht mit dir verwandt sind. Ah, nö, da helfe ich nicht. Das macht ihr schön untereinander aus. Ah, das ist schon das dritte Mal, dass irgendwelche Wikinger bei uns einfallen. Okay, wo sind die? Hier. Ja gut, dann warten wir mal, bis ihre Truppen da sind. Das sind diese Abenteuerdinger, die man als Wikinger machen kann. Ja. Wenn du ein Wikinger bist, dann kannst du machen, dass du quasi mit all deinen Truppen irgendwo hingehst und du verlierst dein altes Reich, aber da kannst du dann irgendwas Neues erobern
und irgendwo quasi neu anfangen. Und das machen die Wikinger hier die ganze Zeit. Das ist schon das dritte Mal, dass sie das hier bei mir versuchen. Ja, wir warten mal, bis die ankommen. Ne, unsere Katze kann machen, was sie will. Kriegsbeil begraben sehr gerne. Oh, mit Ghostula. Was? Ich hatte mit... Ghostula war mein Rivale? Wie kam das denn? Und es gibt höhere Steuern. Ja, mittlerweile hat man echt viel Verwaltung zu tun hier. Jagdveranstalten. Nee, diese ganzen Sachen brauchen wir nicht mehr. Hier gibt es ein Hofereignis. Vorgeschlagener Handel. Dieses prächtige schwarze Fell und diese funkelnden bernsteinfarbenen Augen. Ich habe noch nie eine so schöne Katze gesehen. Oh, danke. Mein Gast Chrysogone streichelt Schatten nachdenklich, ehe sie sich wieder zu mir umdreht. 150 Gold sollten genügen? Ah, bist du bescheuert? Ich verliere 6 Hofpracht? Ja, aber ist mir scheißegal, Mann. Die kriegt die Katze nicht. Hau ab, du. Du schuppiges... Irgendwas. Du bist nicht mal Vampir. Du bist orthodox, christlich. Bah! Was machst du überhaupt an meinem Hof? Weg mit dir. Meine Katze abkaufen. Never. Oh, da sind die Wikinger. Jo. Gut, der Typ ist tot. Damit kann... Josef müsste das sein. Genau. Josef wieder in den Rat. So. Und die Wikinger kriegen jetzt mal ein schönes Empfangskomitee. Hier bitte ausheben. Lokale Armeen. Do it. Oi. Ein paar Tage, ein paar Wochen ging es richtig gut, wo es warm wurde. Aber ich merke, ey, das kalte Wetter, das merke ich direkt, dass ich nicht so lange streamen kann. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört. Aber ich werde langsam immer so schnell heiser und Halsschmerzen und verschleimt. Aber ich muss mich ständig räuspern. Töte es! Ja, ne, ist ein, hätte ich eigentlich machen sollen. Das Nürnberg Asiens. Ja, so ein bisschen. Ja, falls du dich erinnerst, Nick, Chazaria war ja mal ein riesiges Reich. So. Das war ja mal ein Khanat. Also im Prinzip, das alles war ja mal Chazaria. Aber dann haben wir das dann alles weggenommen. Und jetzt sind die quasi wie so eine Art Haustier. Halten wir die einfach hier drin gefangen. Können hier nicht mehr raus. Aber ich finde das irgendwie ganz lustig. Das hat so was Demütigendes. So, Nürnberg ist ja zumindest nicht in Deutschland drin, sondern zwischen Deutschland und Bayern. Ah, Chazaria, das... Da geht es mir eigentlich nur noch darum, die zu demütigen. Genau, wie ein Zoo. Die Leute können vorbeigehen und gucken. Das dort ist das Chazaria. Oh, guck mal, Sizilien ist stärker geworden. Die haben das andere Sizilien übernommen. Wir gucken in die Erbreihenfolge. Bianca, die mit unserem... Haben die sich scheiden lassen? Was soll das? Die war doch mit dem Deutschen hier verheiratet. Okay, gut, dann eine neue Hochzeit. Hier, mit dem war das. Warum lasst ihr euch scheiden? Seid ihr dumm? Heirate den jetzt, verdammt nochmal. So. Und jetzt kriegt ein Kind. Genau, Erbfolge. Sie ist die erste in der Erbfolge. Und damit da kein männlicher Erbe mehr vorkommt, wird König Unulf II. Von Sizilien... Der besessene, einäugige, unbedachte Zwilling
ermordet. So, damit sind wir auch in Sizilien soweit. Und Norabilis hat eigentlich absolut recht. Diese Person, die... gewöhnlich? Höflinge ist er. Wo ist diese schuppige Alte, die meine Katze kaufen wollte? Da. Chrysogone, du auch. Diese Unverschämtheit können wir nicht durchgehen lassen. Diese Frechheit, überhaupt danach zu fragen, ob die meine Katze haben kann. Wahnsinnig ist sie. Sie ist 8? Ja, 8 Jahre alt und schon geschieden. Was ist da denn los? Sie ist 8! Ausrufezeichen. Und damit sind die Wikinger auch wieder weg. Ah, die können alle nichts mehr. Wir sind heftig OP. Wo ist sie hier, ne? So. Ach so, weil ich gesagt habe, und jetzt kriegt ein Kind. Ja, in 8 Jahren dann. Und du, Vlad, Alter, ich weiß nicht, ob du die Scheidung wolltest. Ah, das gibt's hier jetzt nicht mehr. Ja, und jetzt werd schwanger. Ja, in 8 Jahren, so 8 Jahre hier, 8 Jahre da. Ich bin 341 Jahre, das ist irgendwann, ob in 8 Jahren oder morgen, ist doch einerlei. Zeit hat für mich keine Bedeutung mehr. Was für mich aber Bedeutung hat, ist Geld. Und darum bauen wir hier mal unseren Scheiß ein bisschen weiter aus. So, hier Jägerzunft. Zack, zack. Bessere Bergwerke. Das nächste. Oh, ich fände es schon cool, wenn wir heute noch dazu kommen, Antiochia zu erobern. Dann können wir das große Schisma heilen. Das ist eine Sache, das habe ich noch nie hinbekommen. Da würde ich mich echt freuen. Genauso Dynastie der vielen Kronen könnten wir heute auch noch schaffen. Wir könnten heute 2 richtig fette Endgame-Dinger machen. Das wäre schon echt cool. Wir können gleich mal gucken, was uns dafür überall noch fehlt. Das ist Siebenbürgen. So, Torda. Wir haben super viel Geld und können uns alles kaufen. Wenn er die Scheidung wollte, hast du dem stattgegeben oder nicht? Das könnte eine dieser ganzen Scheidungen gewesen sein. Da könntest du recht haben. Ey, dann war ich wahrscheinlich schuld. Oder sie ist ja nicht aus meiner Religion und ihr Vater auch nicht. Es könnte sein, dass er das Verlöbnis gekündigt hat. Aber warum hätte er es dann wieder annehmen sollen? Ja, kann sein, dass ich das verschuldet habe. Das kann schon sein. Muss ich leider zugeben. So, mehr Bergwerke. Oh Gott. Wir werden einfach noch reicher. Hier Konstantinopel, Herrenhäuser. Ja, 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 alles. Money, money. Aha. Ein Hafen. Geil. Ja. Zack, zack. Pristina. Alter, es tangiert uns gar nicht, ey. Wir haben so lächerlich viel Geld. Aber ich meine, wir haben uns das ja auch lange Zeit erarbeitet. So, Jerusalem. Oh Mann, Jerusalem. Das war echt, wer immer das vor uns gehalten hat. Hier hätte man so viel Geld rausholen können. Aber der hat hier fast nur Militärsachen reingebaut. Das ist echt belastend. Wenigstens haben wir den Felsendom. So, hier können wir
Ah, ja, trotzdem eine Stadt gründen. Alexandria. Und. Oh, Alexandria kann auch richtig viel Geld geben. Aber auch hier nur diese Militärsachen reingestellt. Aber allein das hier schon. 6. Oh, 0,8 Gold für diese drei Gebäude auf der kleinsten Stufe allein. Ah, oh, diese Verschwendung, ey. So, hier bitte auch eine Stadt hin. So, wir gehen einfach im Prinzip einfach nur shoppen. Ja, zack, zack. Guck mal, wie sich hier einfach niemand drum gekümmert hat. Wird echt mal Zeit, dass hier langsam jemand rein investiert. Die Leute können froh sein, dass ich sie befreit habe. So, dem wird es allen besser gehen, Alter. Wie ich einfach das durchschnittliche Einkommen der Bürger in all diesen Grafschaften steiger, kann mir doch keiner erzählen, dass ich ein Tyrann wäre oder sowas. So. Unsere Domäne hat noch zwei Plätze frei. Einer davon ist auf jeden Fall für Antiochia. Nö, Alter, schon wieder Asturien und Frankreich. Nee, ablehnen. Oh, unsere ganzen. Ich habe euch doch alle nicht auf den Thron gesetzt, damit ihr euch dann gegenseitig schwächt. Ihr sollt eigentlich zusammenarbeiten. Ihr seid alle Teil derselben Familie. Mein Enkel, Urenkelin, Enkel. Nur am Krieg führen. So zerbrechen Imperien. Ihr sollt. Oh, Komplott aufgeflogen. Heureka. Gut, dass wir noch ein bisschen Kohle übrig haben. So, den Ratsspitzel. Der will nur 58 Gold. Das ist günstig. Und die gute Frau. Weiter. Ah, so, du dachtest, du kannst meinem Mordkomplott entkommen? Ich glaube nicht. Geflügelter Bote. Ne, mache ich persönlich. Und wir wollten mal gucken, kriegen wir beide Sachen heute hin? Gucken wir erstmal beim Hexenzirkel. Okay, die Zahl steigt langsam. Aber da will ich selbst nichts mehr machen, ey. Nee, 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 das ist mir zu aufwendig. Das große Schisma. Wir brauchen nur noch Antiochia. Dafür muss dieser 8-jährige Waffenstillstand ablaufen. Dann können wir das große Schisma heilen. Und Dynastie der vielen Kronen. Da fehlen uns drei. So. Wenn die ein Kind kriegen und wir ihn töten, ist das einer. Wenn die ein Kind kriegen und wir sie töten, ist das einer. Und aus Sizilien könnten wir unseren dritten holen. Theoretisch auch noch England. Eigentlich könnten wir das direkt jetzt machen. Ich meine, warum sollten wir warten? Kinder können Kriege erklären. Wenn wir 11 Gifu töten, dann kann der 4-Jährige seinen Anspruch auf England geltend machen und uns rufen, denn er hat 1000 Prestige. Lass uns das doch mal versuchen, wenn wir gleich wieder Mord frei haben. Wir kriegen England auf jeden Fall zurück. Ja, eben, so wegen der Verlobung war das. Ah, und diese ersten Sachen sind jetzt schon fertig gebaut worden. Oh, Nikolai ist nicht unser Hofnarr anymore. An Altersschwäche. Ah. Ja, wir haben ihn nicht zum Vampir gemacht. Okay, wir brauchen einen neuen Hofnarren. Am besten jemanden, den wir nicht wirklich mögen. Durchschnittlich. Durchschnittlich, alle durchschnittlich. Schlecht. Okay, einer von denen. Hier, er ist nun Urenkel. Baron Tudor. Alter, ein riesiger Hofnarr. Ja, komm, das sieht doch bestimmt lustig aus. Hier, Baron Tudor, du riesiger Vampirhofnarr. Ersetzen. Passt. Da haben wir wieder einen Hofnarren. Und es kann weitergehen. Feier in Brasso. Ne, kein Geld von mir für die. Auslösen, ja.
Können wir machen. Zack, zack, zack. Ein offenbartes Geheimnis. Mir fehlen die Worte. Ja, ja, skandalös, skandalös. Was ist mit dem Waffenstillstand? Ah, nicht vorbei scrollen. Waren die das gerade? Ja, das sind die. Immer noch 7 Jahre. Oh. Offenbartes Geheimnis. Ja, eure ganzen Geheimnisse sind mir egal. Oh, Dynastievermächtnis. Geil. Ah, Privatarmee. Maximal Anzahl von Kriegsvolkregimentern plus 1. Und kann Hausgarde anwerben. Nice. So. Und wenn unser Kulturinteresse durch ist. Na komm. In. Wo steht das nochmal? In 7 Jahren. Moment mal, das ist doch gar nicht das, was ich haben wollte. Moment mal. Hier, das wollt. Nee, Kriegsvolk. Achso, das ist schon durch. Okay, das sind nochmal plus 4 Regimenter. Und auch nochmal plus 1 an Kriegsvolkregimenter Schwelle. Das heißt, wir sollten jetzt. Ja, wir können da richtig reinballern. Oh, geil. Als erstes die geile Hausgarde. Sind die besser als gepanzertes Fußvolk? Hoffentlich. Oh, alter Schwede, ja geil. Oh, alter. 71 Schaden. Erschaffen. Wo sind sie? Hausgarde. Cool. Dann, was fehlt uns vielleicht noch? Haben wir. Wir haben die Conny. Wir haben keine gepanzerte Reiterei. Ah, wir können nur noch eins. Oh, wow, wow. Aha. So, Armbrustschützen kommen, glaube ich, erst später. Dann ist gepanzerte Reiterei das Einzige, was uns noch wirklich fehlt, ne? Alles klar. Die super teure gepanzerte Reiterei. Und wir pumpen alles direkt auch auf 12. Zack. Wir sind stinkreich. Oh, geil. Unsere Armee war noch nicht unbesiegbar genug. Gib, gib. Hausgarde hoch. Guck mal, wir können das. Da geht die Kohle hin. Wir können das wahrscheinlich gar nicht mehr bezahlen, oder? Oh, wird ganz schön knapp. Nee, oh, für den letzten reicht's nicht. Okay, wir warten einen Monat. Inspiration. Oh! Fell eines Hasen aus. Warum kriegen wir so viele Hasenfälle? Das Tier soll besonders verflucht gewesen sein. Okay. Mein Fürst, verkündigt meine begünstigte Margit mit überraschend lauter Stimme. Sie hält stolz ein in Stoff eingewickeltes Paket in die Höhe. Ich habe dieses Artefakt auf meinen Reisen gefunden. Ich nehme das sperrige Bündel in die Hand und löse die Kordeln, bevor ich Schicht für Schicht den Stoff entferne. Im Inneren befindet sich das Fell eines Kaninchens. Margit erzählt mir, wie sie das bösartige Tier erlegt hat, während ich weiterhin das Fell des majestätischen Geschöpfs bewundere. Hast du fein gemacht. Danke sehr. Wir warten kurz, bis die Kohle reinkommt. So, da ist die Kohle. Damit haben wir unsere Armee wieder aufgemaxt. Kostet im Monat... Ja, okay. Jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir unser Militär nicht komplett unterhalten können. Jetzt machen wir wieder Verlust, wenn wir unsere Armee ausheben würden. Hat sich aber ehrlich gesagt auch zu OP angefühlt, einfach 60.000 Truppen zu haben und ich mache trotzdem noch 100 plus im Monat. Das war mir zu krass. Ja, giftiges Tier. Ah, wir bauen ja auch gerade wieder Gebäude. Also mal gucken, wie lange es so bleibt, dass wir unser Militär nicht unterhalten können. Ah, die Hausgarde geht leider nicht auf 12. Das ist schade. Aber allein schon gepanzerte Reiterei 12. Heftig. Heftig teuer auch. Aber generell vor allem heftig. Und ich finde es auch cool, dass es einen vampirischen Trupp gibt. Also es werden tatsächlich Söldnertruppen nach uns benannt. Sogar der krasseste Söldnertrupp. Vampirischer Trupp
Shatma oder so ähnlich spricht man es wahrscheinlich aus. Und wir haben noch unsere zwei Kriegerorden. Da müssen wir auch noch eine Sache, die wir immer machen. Denn es ist halt ein vampirischer Kriegerorden. Und darum gehen wir immer hier auf Höflinge. Da sieht man die Mitglieder des Ordens. Und gucken, ob das auch bitte alles Vampire sind. Ah, Höflinge. Hier können wir es sehen. Niederer Vampir. Hier, Roxana ist zum Beispiel kein Vampir. Das ändern wir. 78% Chance, dass sie es überlebt. So. Alberto ebenfalls. Denn in unserem vampirischen Kriegerorden sollen nur Vampire kämpfen. Das ist uns Roleplay-technisch ein Anliegen. So. Auch im Johanniterorden dasselbe. Nur Vampire, wenn es geht. Ein paar davon werden sterben, auf jeden Fall. Aber das ist es wert. Als Vampir kriegt man nämlich auch einen krassen Bonus auf Kampfgeschick. Denk dran, dass du, wenn alle die Jure-Kaiserreiche hältst, du mehr Aufgebote und Steuern deiner Vasallen bekommst. Wenn du alle die Jure-Kaiserreiche hältst. Ah, ja. Einer ist gestorben. Oh, hi. Ich hatte schon, dass die Hälfte dabei gestorben ist, aber diesmal ist nur Siltanesi Charlotte draufgegangen bei dem Versuch, Vampir zu werden. Cool. Gucken wir doch mal. So. Karpaten halte ich komplett. Gut, die Tatarei, das ist halt... Ah, das wäre ein heftiger Grind. Nein, danke. Wolga-Ural. Oh, guck mal, Wolga-Ural fehlt uns aber gar nicht so viel. Ja doch, das hier alles noch. Oh. Nee. Das Byzantinische Kaiserreich, das wollen wir auf jeden Fall noch schlucken. Und Italien hätte ich auch... Oh, okay, nee, Burgund ist hier. Mit denen sind wir verbündet. Das lassen wir dann vielleicht. Ja, und hier... Ja, gut. Ah, Geld ist halt wirklich die geringste unserer Sorgen. Ah, kann ich auch unter Vasallen einsehen. Ah, gut. Machen wir mal weiter. Schreck der Nagetiere. Wir sind rattenfrei. Dank unserer tollen Katze Schatten. Oh, was ist mit dir? Warum bist du nicht mehr mein Hofarzt? Was soll das? Wie wird nicht annehmen? Hä? Hier, nimm Geld. Da. Mag mich. So. Jetzt bitte. Nee, Mann, ich will die an meinem Hof. Oh, die war richtig gut. Ich habe die extra zum Vampir gemacht, weil die richtig gut war. 24 Bildung, angesehener Arzt. Oh, jetzt müssen wir wieder einen neuen suchen. Okay. Einen Arzt suchen. So. Wir müssen unser neues Fell aufhängen. Dafür hängen wir unseren alten toten Hund ab. Und dafür kommt... Hier. Der verfluchte Hase von Husavik. Bitte sehr. Oi, warte, hey. Ah, jetzt ist wirklich die ganze Kernzuschauerschaft da. Ghost, Norabilis, Nick, Vardisch. Ah, unser neuer Arzt. Wie sieht's aus? Ne. Und ne. Beide scheiße. Ich bin unbeeindruckt. Haben wir denn vielleicht schon einen Arzt am Hof? Ich hätte halt wirklich gern einen Hofarzt. Unsere Ehefrau... Okay, alles schlecht. Na gut, dann müssen wir noch ein paar Mal nach einem neuen Arzt suchen. Ja, ich kriege auch eine Benachrichtigung. Das ist gut. Graf Tibor will sich scheiden lassen. Ist in Ordnung.
Der will ein Artefakt haben. Was denn? Den Wandteppich? Nö. Den habe ich zwar nicht mal bei mir aufgehängt, aber du kriegst ihn trotzdem nicht. Hau ab. Als ob du irgendwas von mir kriegst. So, die schuppige Katzenkäuferin ist tot. Schön. Damit haben wir wieder ein Attentat offen. So. König Unluft töten wir bereits. Hier gibt es keine Kinder. Die hier, die Königin von England. Damit ihr Kind hoffentlich dem Typen hier oben Krieg erklärt und endlich England zurückbekommt, das wäre schon schön. Ah, oh, da knackt's im Gebälk. Gut, wir brauchen noch 3 auf dem Thron. Ja, das wird nichts mehr, weil die sind alle zu jung. Die werden alle nicht schwanger. Das mit den, der Dynastie der vielen Kronen, das wird heute leider nichts mehr. So, der König von Sizilien ist tot. Dafür ist jetzt Bianca, die mittlerweile 9 ist und mit dem Despoten von Aquitanien verheiratet ist, auf dem Thron und das Kind wird ein Vampir. Alter, und schon wieder ist einer in meinen Rat. Ich verstehe nicht, warum. Keiner von denen hat Druckmittel gegen mich. Ich habe einen Komplott frei, ne? Ja. Oh, das ist wirklich so nervig. Mord, Mord. Wurde hier sonst noch wer ausgetauscht? Ne, zum Glück nicht. Ah, 70.000 Truppen. Soziale Manipulation. Als es... Ach so, die Geschichte. Ja. Ist... Haben wir schon zu oft gelesen. Ne, Pilgern brauchen wir nicht. Untertanen erpressen brauchen wir nicht. Das alles brauchen wir nicht. Ah, Schleswig, krass. Ah, hier ist alles komplett am Zersplittern. Ah, eine Feier in Brest. Ne, ne. Das ist gut für Schleswig. Die können das hier alles eins nach dem anderen aufsammeln vielleicht. Weißruthenien ist kein Vampir, okay. Novgorod aber bestimmt. Nee, auch nicht, okay. Es gibt auch ein paar Großreiche, die keine Vampire sind. Aber die meisten sind's schon. Sind wir auch nicht ganz unschuldig dran? Wie wär's denn mal hiermit? Obwohl, nee, ah. Lass uns doch ein bisschen sparen, bevor wir wieder eine Armee ausheben. Wie viel kostet unsere Armee im Moment? 228. Ja, nee, gebaut haben wir auch gerade erst. Führt ihn sofort herein. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir sind mal wieder fettleibig geworden. Und die Dinger können ruhig kaputt gehen. Wir haben auch viel zu viele Artefakte einfach mittlerweile. Ah, unser schönes... Oh, was ist hier? Krieger? Ja, hoffentlich nichts, wo ich irgendwas verliere. Und die Königin von England. Alles klar, die stirbt jetzt. Gut, und jetzt müssen wir hoffen, dass er hier, Vintila, auch wenn er erst 4 ist, und zart und neugierig, dass er trotzdem seinen Anspruch auf England geltend macht und uns als Verbündeten ruft. Bitte noch heute. Hä? Gegen? Was? Verbündete Feinde. Was ist denn das jetzt für ein Krieg hier? Hier, Dumitru, der war das. Nicht Vintila. Hä? Moment mal.
Ach, das wurde aufgeteilt wegen zwei Söhnen. Oh, da haben wir nicht drauf geachtet. Aber ist egal. Nee, ist nicht egal. Doch, ist egal. Beide haben Anspruch auf England. Und beide sind mit mir verbündet. Dann mache ich Vintila auch noch zum Vampir. So. Okay, er ist dabei gestorben. Dadurch hat Dumitru jetzt wieder alles. So können sich Probleme auch lösen. Und dem wurde gerade der Krieg erklärt. Von ihm hier mit 2000 Truppen. Aber gut, er hat 3000, ne? Er schafft das wahrscheinlich auch alleine. Aber nur um sicher zu gehen, machen wir mal mit. Kriegsbeitritt anbieten. Ja. So. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das auch alleine schafft. Sollten hier irgendwann irgendwie minus 50% sein oder so, dann müssen wir helfen gehen. Miau! Ich schaue hinunter und sehe, dass mein Katze Schatten mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jenem unverkennbaren Stil versiegelt ist, den mein Urenkel Justinianus pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Die Liebe, die ich für jemand anderes empfinde. Unglaublich, dass er so etwas verbirgt. Gut, ich habe ein Geheimnis von ihm. Er hat eine Affäre. Bündnisse, bla 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 bla. So, was wollen wir heute noch machen? Auf jeden Fall wollen wir noch Antiochia erobern. Moment, wen töte ich da gerade? Ja, der Typ aus meinem Rat, genau. Wir wollen heute noch Antiochia erobern. Sollten wir die Chance dazu kriegen, wollen wir England zurück in unsere Dynastie holen. Und nee, das war's eigentlich. Das ist eigentlich alles, was wir heute noch erledigen wollen. Beim nächsten Mal erobern wir dann wieder Sachen vom Byzanz und vom Pontifikat. Und wir werden die Entscheidung Dynastie der vielen Kronen auch nächsten Mittwoch machen. Graf Tibor, der hat sich doch eben erst scheiden lassen. Ja, hier, lass dich nochmal scheiden, von mir aus. Und Prinz Balk von Moldawien auch. Ist wieder Scheidungssaison. In den Krieg gerufen. Königin Bianca von Sizilien. Ja. Verteidigung gegen. Okay, ja, damit haben wir gerechnet. Weil sie nur 10 Jahre und weiblich ist, wollen ihre Vasallen sich von ihr lösen. Auch da nehmen wir an. 4000 Truppen. 1000, ja, da müssen wir tatsächlich hingehen. Aber wir haben ja zum Glück Territorium hier in Italien. Dann schreiten wir doch mal direkt zur Hilfe und verteidigen das Territorium, das wir unserer Dynastie so mühevoll beschafft haben. So, direkt dahin marschieren, bitte. Oh, gedauert mittlerweile schon einen Monat. Und wir können auch mal gucken, wie sich das auf unsere Finanzen auswirkt. Wir müssten gleich ins Minus geraten. Nee. Weil es nicht die gesamte Armee ist, ne? Moment, was? Doch. Doch, das sind alle 70.000. Und trotzdem machen wir 115 plus. Okay, der Unterhalt ist einfach günstiger geworden gerade. Durch ein paar Gebäude, die ich gebaut habe oder so?
Weiß ich gerade selbst nicht, ehrlich gesagt. Oh, das ist übrigens auch krass für die heute zum ersten Mal da sind. Ich habe ja schon gesagt, wie krass mein Ratsprediger Dan einfach ist, mit seinen 48 Bildungen. Was der alles an Sprachen gelernt hat, passt mal auf. Vulgärdakisch, Ostslawisch, Magyarisch, Schastürkisch, Griechisch-Ugurisch, Skytisch, Serbokroatisch-Georgisch, Tschechoslowenisch, Berberisch und Sudanesisch. Und der könnte trotzdem noch eine zusätzliche Sprache lernen. Der ist einfach ein Translator, ey. Der ist einfach ein Übersetzer. Na, offenbartes Geheimnis. Ja, ja. Interessant. Nicht. Nee, nee, nee. Du läufst mir nicht weg. Der ist einfach das Ultrasprachgenie. Der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, als Sprachen zu lernen. Ja. Weggekloppt, sehr gut. So, gibt es hier noch irgendwelche anderen Feindtruppen? So, bitte hier hin. Ja, der Krieg ist schon so gut wie gewonnen. Jetzt schon 71% Kriegsstand. Hier, die können wir auch schon mal auflösen. Ah, oder wir warten vielleicht noch ein bisschen. Oh, da formiert sich neuer Widerstand. Nein, nein. Sizilien ist ab jetzt Draculea-vampirisch. Ist das klar? Okay, gut. Der Krieg ist gewonnen. Ah, der englische Krieg, das sieht gerade tatsächlich... Oh, das ist so weit weg, ey. Da jetzt hochsegeln. Ah, meinetwegen. Oder belagert er das jetzt? Nö, guck mal, 4000 Truppen. Das schaffen die alleine. So. Das schaffen die alleine. Auch wenn die da gerade irgendwie minus 11 Kriegsstand haben, die brauchen mich nicht. So. Geht mal bitte nach Hause zum Auflösen. Wie dein Kind das Ugurisch gelernt hat. Ah, schon wieder. Worum geht's jetzt? Bayern gegen... Oh, die Schweizer! Na, endlich! Ist es ein Angriffskrieg? Bitte, bitte. Angreifend, geil. Alter, ich warte schon so lange, dass die Enkel von mir, die ich überall eingesetzt habe, endlich mal anfangen, ihr Territorium zu vergrößern. Boah, wie viel. Geil. Gut, da gehen wir auf jeden Fall. Da marschieren wir hin und helfen. Zack, direkt. Sagen wir... Hierhin. Eine Stadt nach der anderen belagern. Das wird gut. Oh, das wird mal Zeit, ey. Das ist so frustrierend. Burgund, Bayern, Deutschland, so alle Grenzen an Savoyen. Alle habe ich zu richtig mächtigen Königen gemacht. Aber keiner hat irgendwelche Ambitionen, sein Reich zu vergrößern. Oh, die schnappen wir uns. Da laufen sie. Da laufen sie. Oh, hoppala. So. Jo, das war der englische Krieg. Der ist auch gewonnen. Wenn er jetzt noch seinen Anspruch auf England geltend machen würde, dann wäre ich super happy. Oh, Ratsposten frei. Warum? Nee, Gostula nicht. Boyka. Hä? Ist da eine gestorben, die da vorher drin war? Nee, oder? Unsere Vampire sterben doch nicht im Kampf. Ist ja eine lächerliche Vorstellung. So, ordentlich auf die 12. Alles wegbelagern. Oh, dann ist Bayern ein ganzes Stück größer geworden. Da freue ich mich schon drauf. Denn
Ja, ist in Ordnung. Denn wenn die das erobern, dann werden die das auch zu unserem Vampirglauben bekehren. Und das ist, was wir wollen. Mehr vampirische Reiche. Ups, das geht noch nicht. Dann hier hin. 89%, gleich ist durch. Gucken wir uns das von hier oben an. Die Verschiebung der Grenzen. Ah, es werden immer neue Leute in die Hexerei eingeführt. Vielleicht können wir irgendwann doch noch unseren Hexenkult gründen. Das ist auch schon echt lang ein Ziel. So, 2 Monate belagern. Zwanzig Tage. Und damit ist der Krieg durch. So, bitte. Mach. Mach, du hast 100%, hopp. Hör mal, junge Frau, ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich würde meine Truppen gerne irgendwann mal wieder nach Hause schicken. 100%. So, geht doch. So, Sieg. Und da ist jetzt das neue Bayern. Und das ist alles, was von Savoyen übrig ist. Und vielleicht trauen sich die Burgunder jetzt endlich mal da anzugreifen. Von Burgund bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Aber gucken wir mal, was macht die Religion? Jo, wird hier überall verbreitet. Leider noch viel Orthodoxes. Aber das kriegen wir mit der Zeit schon raus. In Spanien wird es auch immer mehr. Und in England, ey, jetzt wird das halt hier alles Asatru. Ist das eine traurige Nummer? Also wir sind auf jeden Fall in den Top 3 Religionen, würde ich sagen. Ascharitisch ist halt krass. Aber das ist halt fast alles nur Wüste. Und das ist fast alles nur Steppe. Also wir sind schon ziemlich klar die mächtigste Religion, die es so gibt auf der Welt. Dan will sich scheiden lassen von mir aus. Und du, Dimitru? Hol dir jetzt mal dein England. Oh, wo ist sein ganzes Prestige hin? Oh, sein ganzes Prestige ist weg. Aber er kriegt fast 4 Monate dazu. Er braucht, glaube ich, 750. Dann kann er mich zu Hilfe holen. Ich hoffe, das ist alles, worauf er wartet. So, sie bringt indessen ein bisschen Kohle vorbei. Auslösen, ja, von mir aus. Sieg, Sieg. Ah, exotisches Festmahl, Pilger, nö. Untertanen erpressen, nö. Einen Arzt suchen, sehr gerne. Suche beginnen. Nö, das ist mir egal. Oh, wir brauchen einen neuen Erzeugwart. Moment. Erst nach einem neuen Arzt. Jo, er ist schon ein Arzt. Oh, angesehener Arzt, Kräuterkundler, scharfsinnige Intellektuelle. Die nehmen wir. Gulnar. Ist gekauft. Hey, du bist auch immer hier. Ja, aber auch wieder wie beim letzten Mal. Nicht mehr für lange. Wir haben echt so ein Pech zusammen, dass du immer dann vorbeikommst, wenn ich kurz vorm Aufhören bin. Ah, so bis 2 machen wir noch. Aber schön, dass du mal wieder da bist. Fleischliche Gelüste. Mein Diener Johann hat meine Aufmerksamkeit geweckt. Die Form seiner Arme, der Schwung seines Nackens. Als ich ihn allein in einer Speisekammer stelle, fragt er mich mit keckem Lächeln auf den Lippen, wie er mir helfen könnte. Ich begehre euren Körper, antworte ich und drücke mich gegen ihn. Er ist so feist, so voller Leben.
Oh, ich könnte ihn aufessen. Ja, machen wir. Wir sind ein Vampirherrscher. Wir essen ihn einfach auf. Ich habe die perfekte Zeitplanung. Ich pass auf, dass du nicht direkt die ganze Dosis von mir abkriegst, Lull. Damit ich nicht irgendwann sage, oh, dieser immer Amarilla im Chat, oh, richtig die Schnauze voll davon. Weiß ich. Sehe ich noch nicht passieren. Guck mal, ich würde sagen, wir machen noch bis 2. Ob wir unsere Ziele bis dahin noch erfüllt kriegen, weiß ich nicht. Diese ganzen Ehescheidungen die ganze Zeit. Hier, auslösen, bitte sehr. Auslösen, ja, ja, ja. Ein offenbartes Geheimnis. Obwohl es keine Möglichkeit gibt, dies unanfechtbar zu beweisen, hat mein Vasall Graf Teppisch Beweise vorgelegt, dass Tschetschki nicht die Tochter jener Person ist, die man bislang für ihren Vater hielt. Mein Verwandter Vakrim. Jemand anderes ist für die Zeugung verantwortlich. Niemand anderes als... Als wer? Wie als er? Wie konnte meine eigene Enkelin uns das antun? Tschetschki jedoch trifft keinerlei Schuld. Und doch könnte sie möglicherweise am meisten darunter leiden. Ja, sie ist jetzt ein Bastard. Das ist schade. Mir fehlen die Worte. Ja. Ich finde bisher auch, dass du eigentlich ganz nett bist. So. Können wir endlich... Haben wir immer noch Waffenstillstand? Ich möchte so gerne Antiochia haben. Ich hätte so gern... Das wäre mein größter Wunsch. So, wo ist der Waffenstillstand? Oh, ist er weg? Ist er weg oder übersehe ich ihn nur? Warte mal. Warte mal. Nee, das sind die nicht. Das Wappen da. Nee, nee. Oh, ist der Waffenstillstand abgelaufen? Das wäre was Feines. Das wäre was richtig Feines. Nee. Nee, das sieht gut aus. Oh boy! Antiochia. Zack, 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 zack. Okay. Alles andere ist jetzt egal. Wir werden unser Ziel, das große Schisma zu heilen, heute noch erfüllen. So, wir laden ein paar Ritter ein. So, was haben wir im Moment alles am Laufen? Wir warten darauf, dass er sich England zurückholt. Moment, was? Oh, die hat sich scheiden lassen. Nee, nee, das geht nicht. Ah, sie ist ein Vampir. Aber aus der falschen Dynastie. Nee, nee, nee. Oh, fuck, Alter, die ist halt Königin. Die ist halt Königin, ey. Die kriegen wir doch nicht dazu, sich matrilinear mit irgendwem zu verheiraten. Wir können auch kein Druckmittel gegen sie fingieren, weil sie erst 9 ist. Was machen wir denn jetzt hier? Komm, Heirat arrangieren mit... Weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt ein Problem, ey. Eventuell müssen wir jetzt warten, bis sie ein Kind kriegt und dann mit unserem Plan nochmal komplett von vorne anfangen. Haben wir hier irgendeinen König, irgendwas? Nee. König Laurentius von Deutschland, der ist aber schon verheiratet. Despot Vlad auch? Nee, das wird sie nicht zulassen. Nee, ach Mann. Okay, na gut, na gut. Das hat sich also um eine Generation verzögert. Ist in Ordnung. Da warten wir jetzt halt, bis sie selbst Kinder hat. Hier läuft alles gut. Die brauchen nur noch ein Kind. Und in Sizilien ebenfalls.
Ansonsten haben wir nicht wirklich groß Eisen im Feuer. Dann ist es jetzt soweit. Zeit für Antiochia. Das machen wir heute noch. Das ist das Letzte, was wir hier heute tun. Herzogtum erobern. Antiochia. Oh, Damaskus hätte ich auch gern. Und Akkon und so. Aber nein, wir wollen Antiochia haben. Nee. Muadit. Nee, das ist es nicht. Kairo, Hakamit. Nee, ne? Hier ist Antiochia. Na komm. Aber wieso habt ihr so viele Emirate einfach? Ich will ein bestimmtes. Das hier. Amani-Emirat. Krieg erklären. Im Namen des Glaubens. So, wir können unsere Truppen jetzt auch hier in Arabien ausheben. Das ist eine kürzere Anfahrt für uns. Wir heben alle aus. Und bald können wir alle christlichen Religionen vereinen. Habe ich noch nie gemacht. Hatte ich schon immer mal vor, Ziel zu erreichen. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ob es die Katholischen und Orthodoxen dann einfach nicht mehr gibt und ob dann alle vampirisch werden. Das wäre schon das Beste. Oha! Alter Schwede. Legendärer Schwertmeister und Riese. 29 Kampfgeschick schon so. Alter Schwede. Dich rekrutiere ich an den Hof und mach dich direkt zum Vampir. Wie er will nicht. Wie du willst nicht. Ach so, ja klar, der muss erst konvertieren. Bekehrung verlangen. So. Oh, das wird ein richtig krasser Vampir. Aber 37% Chance, dass er stirbt. Ui, X-Mod hat Werbung. Das geht nicht, dann warten wir noch. Diesen großen Moment darf X-Mod nicht verpassen. Der X-Mod wird beworben, was er wohl gerade sieht. Beim letzten Mal hatte er, glaube ich, Werbung von irgendwelchen iPhones oder so. Keine Ahnung. Der Hals macht langsam aber auch echt schlapp, muss ich jetzt sagen. Ist schon gut, dass ich mir immer 2 Tage frei nehme. Gerade das Wochenende wird halt wild. Da haben wir 2 Multiplayer-Events. Einmal Among Us, dann Crusader Kings. Das wird schon was. Oh, Modbeats. Noch da oder? Noch weg oder wieder da? Er dürfte eigentlich maximal 90 Sekunden Werbung haben. Ist halt immer die Frage, wie viele Werbespots quetscht Twitch da in diesen kleinen Zeitspalt rein. Ah, da bist du wieder. Sud. Wir haben auf dich gewartet. Er ist als Mensch schon richtig krasser Kämpfer. Als Vampir wird er noch heftiger. Aber 37% Chance, dass er dabei stirbt. Aber wir versuchen ihn zum Vampir zu machen. Oh, hat geklappt. Und zack, direkt 10 Kampfgeschick obendrauf. Nice. So, haben mega Vampir gemacht. Ein weiterer Vampirkrieger für uns. Na, natürlich warte ich. Ich will doch nicht, dass du diesen großen Moment verpasst. Was für Werbung war's denn? Schon wieder iPhones? I-Telefone. Boah, da leckt es schon wieder wegen den ganzen Truppen. Boah, Hardcore. So, dann gucken wir uns mal aus dieser Perspektive an, ohne viel Bewegung. Oh, da sind sie direkt. Moment. Hierhin.
Oh, wo bleibt die Verstärkung? Da ist die Verstärkung. Nee, wo bleibt die Verstärkung? Oh, Leute. Hallo? Nee, nicht belagern. Ihr sollt hier helfen, kämpfen. Oh, ich habe auf die falsche Ortschaft gedrückt. Haltet durch. Die Freunde, sie kommen. Die ja, das sind die Freunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, das war aber ganz schön knapp gerade. iPhone war auch dabei. Den Rest habe ich vergessen. Ja. Kann man schon mal vergessen. Ist ja auch schon 20 Sekunden her. Eine Zeit lang hatten meine Zuschauer super oft Bundeswehrwerbung. Das weiß ich noch. Das fand ich komisch. So, hier Blitzbelagerung. Zack, zack, zack. Wir wollen uns hier überhaupt nicht lange aufhalten. Wir wollen nur Antiochia, dann das große Schisma heilen. Und zumindest dafür sorgen, dass es nie wieder Konflikte unter Christen gibt. So, alle christlichen Konflikte werden einfach mal von uns beendet. Denn wenn es so funktioniert, wie ich glaube, dann gibt es, wenn wir das große Schisma heilen, keine Katholiken oder Orthodoxen mehr, sondern alle Christen dürften dann Vampire sein. Ich hoffe, das funktioniert so. Oh, hier ist wieder ein potenzieller Ritter. Oh, 24, guck mal. Heute haben sie uns aber ein paar gute geschickt. Ah, aufstrebender Schwertmeister. Ist ein Keucher, ist mir aber egal. Auch du an den Hof rekrutieren. Jo. Bekehrung verlangen. Jo. Und zum Vampir machen. 64% Erfolgschance. Auch er hat es überlebt. 34, nice. Man kann nie genug Ritter-Vampire haben. Ritter-Vampire, Vampir-Ritter. So, also wir können ja einfach aus Spaß mal gucken, was habe ich denn so an Rittern? Alter, Veszislav! Ohne Scheiß, so viel habe ich noch nie gesehen. Kampfgeschick 97. 97. Alter Schwede, ey. Angesehener Experte. Hat einen Haushund, galant, Folterer, legendärer Schwertmeister, Vampirkräfte der Stufe 5, Jungjäger, reizbar, Kannibale, Flagellant, damit wäre kein Flagellant, hätte er sogar 99, rote Augen, niederer Vampir, also wenn er einen höheren Vampirrang hätte, dann wäre er auch über 100, standhafter Anführer, Weidebewohner, Haus von Kriegern, Ketten in walachischer Machart, also eine Rüstung, und die Streitaxt von Chrysogonos. Alter, 97. Und Ghostula, 95. Holy shit. Ach mal, der hat sogar seinen eigenen Dolch. Dann Margaret, 89. Zacharia, 79. Wie weit wir scrollen müssen, um erstmal unter 20 zu kommen. Aber wir haben einfach die krassesten Ritter. Vampirarmee for the win. So, bitte lass mich den Krieg direkt gewinnen. Nee, okay. Ah, wieder irgendeinen billigen Wandteppich. Marschiert mal dahin. Wir gehen jetzt direkt nach Antiochia. Oh, nevermind, Krieg gewonnen. Damit gehört Antiochia uns. Und wir können unser letztes Ziel erreichen, bevor wir den Stream für heute beenden. Aber in aller Ruhe. Nicht hetzen. So, wir haben den Krieg beendet. Zack, zack, weg. Arzt suchen. Habe ich nicht eben erst richtig gute eingestellt? Jo, Gulnar ist ein richtig guter Arzt. Ich versuche mal, sie zum Vampir zu machen. Einfach, damit sie uns nicht wegstirbt. Sie ist halt richtig alt, 68.
Darum eine sehr hohe Chance, dass sie dabei stirbt. Ah, komm. Ja, okay, sie hat es nicht gepackt. Das ist bedrückend. Also direkt wieder einen neuen Arzt suchen. Das ist schade gewesen. Wir haben jemand Inspiriertes am Hof. Und, was ist das hier? Volka ist eine Gestalt, der man bei Hofe mit Ablehnung begegnet. Wie viele, die als unzüchtig mit gesellschaftlicher Ächtung und viel übem Gespott kämpfen. Da ich jemanden, der als unzüchtiger betrachtet wird, nicht verurteile, sondern sogar weiter in meiner Nähe dulde, wird als offene Toleranz ausgelegt, was die Priester und Gläubigen meinen Hof kritischer sehen lässt. Oha. Sie zwingen mich zum Handeln. Ich muss nun entscheiden, was wichtiger für mich ist. Die Verbrechen, die meine Enkelin begangen hat, oder meine Zuneigung für sie. Jedenfalls muss etwas geschehen. Auch wenn sie eine Draculea ist. Auf gar keinen Fall, Mann. Das Haus Draculea steht an erster Stelle. Die Priester können mich einmal. So, wir haben ein neues Artefakt bekommen. Diesen arabischen Wandteppich. Hier. Na, das ist nichts Besonderes. Und es gibt hier wieder Wind Inspiriertes. Oh, Metallschmiede-Inspiration. Das machen wir, dann kriegen wir vielleicht eine neue Rüstung. Bitte sehr. So. Untertanen erpressen? Nö. Pilgern? Nö. Exotisches Festmahl? Jagd veranstalten? Nö, nö. Hof halten? Moment mal, meine Domäne ist nicht gestiegen. Ey, sag mir nicht, dass mir Antiochia nicht gehört. Weg, weg, weg. Entscheidung suchen. Antiochia. Alter, wer ist er denn? Titel aberkennen. So, gib her. Alter, wehe, du machst Krieg. Sei einfach nett. Gut, er hat's zugelassen. Ich habe wohl keine andere Wahl. Damit. Ja, wir können es machen. Wir können es endlich machen. So, gibt es sonst noch irgendetwas, das wir vorher erledigen wollen? Ah, wir haben Skillpunkte. Ja. Irgendwas, ganz egal. Wir haben neue Artefakte hier. Ja, das ist billiger Quatsch, den brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Ah, niedrige Gemeinde. Aber wir zögern das jetzt ein bisschen heraus. So richtig schön Verzögerungsgenießung. Gleich kommt nämlich was richtig Geiles. Ein Herzogtum zu viel. Aha. Ja, da geben wir gleich eins ab. Medina am besten. Ah, vergeben an. Ah, er ist mächtig, er ist mächtig. Da ist wieder jemand, hat sich reingesneakt. Wie wär's denn mit Margarete hier? Margarete, die Gütige, bekommt Medina. Bitteschön. Die müssen wir wieder rausschmeißen. Ja, ist in Ordnung. Ist hier was Wertvolles? Oh. Unseren Thron, den möchten wir bitte reparieren. Das auch. Was habe ich gerade für eine Krone auf dem Kopf? Genau die, okay. Also auch die reparieren. Den brauchen wir nicht. Die, oh, die auf jeden Fall reparieren. Oh boy. Brauchen wir nicht. Und den können wir von mir aus auch reparieren. So, danke. Nachbarn können zu Vasallen gemacht werden. Machen wir sofort.
Oh! Shazaria wird ins Reich integriert. Sogar freiwillig. Ohne Krieg. Komm. Komm. Yes! Ausgezeichnet. Das war eine kluge Entscheidung von ihm. Ich hätte gerne Pelagia als meine neue Ärztin. Diesmal klappt es hoffentlich. Werd ein Vampir. Yes, hat geklappt. Unsterbliche Hausärztin für immer. Ah, ja. Okay, wird übertragen. Petra von Uman an Dan übertragen. Machen wir. Violetta an den Dux. Von mir aus. Und den Typen aus Shazaria an Margaret übertragen. Gut. Ich kann den Titel. Was ist das für ein Titel? Herzogtumstitel, aha. Hiervon. Will ich das? Nee, will ich nicht. Machen wir nicht. Wir können viele Titel gründen. Volker kann heiraten. Ja. Wir können wieder Bündnisse aushandeln. Mit Ungarn, mit Schamar, mit dem Kaukasus und mit Como. Verbrecher einkerkern. Komm. Das machen wir auch noch. So, zack, 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 zack. Oh, gleich das Schisma heilen. Ja, wunderbare Neuigkeiten. Zack, zack, komm. So, will einkerkern. Aber keiner von denen bleibt lange im Knast. Die können alle schön Kaution bezahlen und sind dann wieder raus. Hier, Dux Tarkan ebenfalls. Graf Peter. Ja. Und dann war's das, ne? Trost in Worten, ja. Alles klar. Gefangene können Lösegeld einbringen. Das machen wir gleich manuell. Oh, Inspiration. Die Hand einer Vermählten. Meine Gemahlin... Achso, nee, komm, das hatten wir schon mal. So, überlassen wir den Fachleuten. Danke. Zahlung verlangen, ne? Gefangener kann Lösegeld bringen. Und wir können deren Vasallenbande ändern. Richtig schön. Alle Kohle. Das Reich braucht das Geld. Na gut, das Hofereignis machen wir dann auch noch schnell. Oh, fuck, da war ein neuer Ritter. Warte mal, da gucken wir kurz noch nach. Genau, der Rat. Haben überhaupt alle Ratsaufgaben? Nee. Hier das Orthodoxe raus. Du förderst unsere Kultur von mir aus hier. Mehr Kontrolle in Gemeinden. Hier unten in Antiochia. So, läuft. Wir wollen an den Hof. Gefangene. Alle, die das Geld haben, können raus. Oh, da steigt der Staatshaushalt. Sind hier sonst noch irgendwelche Leute aus meiner Familie? Nee, ne? Nee, keine Draculeas im Knast. Ihr wollt jemanden ermorden? Es ist nur zum Besten, ganz recht. Herr, die Arbeit an eurem kostbaren Artefakt kommt gut voran.
Mein begünstigter Sancho scheint heute besonders gute Laune zu haben. Ich kann auch nichts versprechen, aber wenn es mir gelingt, ein wahres Meisterwerk zu erschaffen, welcher Gedanke soll mir dann die Hand führen? Ja, Vasallen beeindrucken bitte. Danke. Na, die sind alle wieder aus dem Knast raus. Was können wir noch machen? Wir haben super viel Geld. Wir könnten noch mal alles ausbauen. Gebäude. Damit es uns auch in der Zukunft weiterhin finanziell so gut geht. Wir bauen alles aus. Ogaras. Feher. Schön, wie wir langsam überall schon als Ausbau-Maximum kommen. So, Castellul Bran ist komplett fertig. Torda. Keine Ahnung, will ich nicht. Weiderhunyat. Die Nummer hier. Konstantinopel, ja. Herrenhäuser, ganz klar. Kallipolis. Hier den Hafen. Hier die Zünfte und hier das Kloster. Pristina. Kriegt hier Zünfte auf jeden Fall. Klar, wichtig, bringt immer viel. Hier die Minen verbessern. In Jerusalem. Ja, kaum. Das da, hier ist alles durch. In Alexandria die Plantagen. Oh, ein Handelshafen, bitte. Rom. Rom ist auch schon fast voll ausgebaut. Ah, Höfe und Felder. Hoppala, verklickt. Höfe und Felder. Viterbo. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, was das eigentlich ist. Und hier sind die neuen Sachen. So, ein Tempel, alles klar. Aber Antiochia. Und das ist sogar schon komplett ausgebaut. Geil. Ah, der Rat ist durch. Hier sind wir fertig. Ränkespiel. Herzogin Adriana. Ermorden. Ach ja, weil die im Rat ist, ne? Genau. Na, keine besorgniserregenden Fraktionen. Dann haben wir noch ein Hofereignis. Alter, der Riese. Ach, das ist mein Riesenritter. Ein verschmähter Höfling. Macht mal halblang. So, jetzt ist es soweit, Leute. Es ist soweit. Der große Moment. Und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ob jetzt wirklich alle orthodoxen und Katholiken verschwinden und es nur noch vampirische Christen gibt. Aber das wäre das Allergeilste, ey. Dann hätten wir im Prinzip das, was wir vorhaben, also halt alles vampirisch zu machen, instant erreicht, ohne noch irgendwie irgendwen irgendwo auf den Thron zu packen. Aber dann müssen wir uns auch mal die Frage stellen, was wir dann überhaupt noch machen wollen. Und los, ganz genau. Ihr habt gewartet, ich habe gewartet. Als Verzögerungsgenießer haben wir die Vorfreude und das Anwachsen der Spannung genossen. Genossen? Das große Schisma heilen. Ich werde das Christentum wieder vereinen. Schluppers.
Das große Schisma sah die christliche Kirche gespalten. Doch wenn alle fünf episkopalen Arme der Pentarchie wieder unter der Herrschaft eines einzigen Großreiches stehen, das von einem frommen Herrscher regiert wird, besteht eine Chance, das Christentum wieder zu vereinen. Die vampirische Kirche wird das Schisma heilen und sich als einzig legitime Form des Christentums etablieren. Ja. Vampirismus erhält Sondertoleranz, Ökumene. Das heißt, andere christliche Glauben, die die Doktrin Ökumene haben, werden als fehlgeleitet statt als feindselig betrachtet. Okay, von mir aus. Der Eifer erhöht sich um 25. Jeder christliche Glaube mit der Doktrin Ökumene verliert Sondertoleranz Ökumene, okay. Und 25 Eifer. Okay, es wird noch. Andere christliche Glauben werden trotzdem noch weiter existieren. Aber alle Christen mögen uns lieber. So in etwa verstehe ich das, keine Ahnung. Anforderungen. Eure Hingabestufe ist Glaubensikone, Hamba. Konstantinopel steht unter vampirischer Herrschaft, tut es. Antiochia steht unter vampirischer Herrschaft, tut es. Jerusalem steht unter vampirischer Herrschaft, tut es. Alexandria steht unter vampirischer Herrschaft, tut es. Und Rom, einschließlich des Vatikans, steht unter vampirischer Herrschaft. Das tut es. Ein Gott. Eine Kirche. Endlich wurde das große Schisma geheilt. Nun, da sich die Pentarchie nach einer überraschenden Wendung der Ereignisse fest in vampirischer Hand befindet, können der Papst in Rom und der Patriarch in Konstantinopel nicht mehr leugnen, dass Vampirismus mächtiger ist als andere Formen des Christentums. So nämlich. Die Weltkirche wurde wiederhergestellt. So, und jetzt? Hexenzirkel, da steht's. Wie steht's eigentlich hier drum? Oh, 17,38. Oh, wir haben schon 8 von 9 Kronen. Alles klar, alles klar. Wegen dem Engländer, ne? Genau. Ja, was ist denn jetzt? Oh doch, da hat sich was getan, oder? Ja klar, da hat sich was getan. Jo! Da hat sich was getan. Das sind viel mehr Vampire als vorher. So, hier hinten vielleicht nicht unbedingt. Aber hier, das sind jetzt alles Vampire. Italien quasi komplett vampirisch. Oh, wie viele Leute da einfach konvertiert sind. Iberien sogar hier unten. Was ist das denn hier? Coimbra. Oh, sie sind alle Vampire geworden. Der Papst, ach Gott, Papst Clemens, ne? Ja, ich glaube, wir haben den geblendet mal. Ja, das, ich erinnere mich. Oh, Sizilien. Nee. Okay, die wollen gerade quasi zurückkonvertieren. Nee, nee, sobald sie ein Kind hat, endet das hier. Hier ebenfalls, sobald sie ein Kind hat. Hier dauert das jetzt leider alles eine Generation länger. Und er muss hier den Krieg erklären. Oh, scheiße, Alba. Oh, scheiße, der hat Mercia geschluckt. Okay, das ist jetzt ein... Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass er nicht das hier alles einnimmt. Hat er Ansprüche darauf? Nee, zum Glück nicht. Ah, das wird gefährlich hier. Alba, ey, der ist Vampir, ne? Ja, ja. Aber das sieht doch nach was aus, Mann. 1A beste Religion, wo gibt? 1A beste Religion, wo gibt? Oh, warte mal einen Moment.
Okay, ich dachte gerade, der wäre katholisch. Das wäre schön gewesen, aber nein. Ah gut, das soll es für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal kümmern wir uns darum, dass wir Dynastie der vielen Kronen machen. Dafür braucht unsere Dynastie nur noch 2 unabhängige Herrscher. Und wir erobern ein bisschen. Anatolikon, Byzanz, Pontifikat, all das. Das beim nächsten Mal. Aber jetzt, und man hört schon an meiner Stimme, die ist schon ganz schön belastet. Wir speichern unter Draculea, sagen, wir überschreiben die Geschichte. Und wir sagen, zum Desktop. Ja, krasse Leistung, ne? Mal gucken, wie das weitergeht. Kurze Frage, wer ist alles noch da? Nick, bist du noch da? Amarilia, Wadisch? Oh, was ist das denn für ein Emote? Hypercrown, nice. Ja, warte mal. Wir gucken noch, ob wir irgendwen raiden können. Dann machen wir noch irgendwem eine Freude, bevor wir alle ins Bett gehen. Zum Beispiel, hier, guck mal, ein Zuschauer oder was? Bist du jetzt, Mann? Na, der spricht nicht. Na, ich schreibe mal was im Chat. Der scheint auf jeden Fall auf der Konsole zu spielen. Es kann doch nicht wahr sein. Ah, er ist sehr leise. Jo. Hey, wie geht's? Wie steht's? Na egal, komm, der hat einen Zuschauer. Das machen wir. Wäre super cool, wenn ihr alle noch so lange da bleibt. Wir machen das. Okay, Unterstrich. So, da ist er. Wupp, wupp. Raid beginnen. Und hoppala. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Moment, Moment. Oh, hopp, hopp, hopp. Ich habe was vergessen. Legacy-Ereignisse. Änderungen speichern. Hochscrollen. Oh, es lädt nicht. Scheiße. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße, die Zeit läuft ab. Live-Actions, runter, runter. Oh, 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 oh. Schwarzer Bildschirm, da. Roll-Credits. Roll-Credits. Da ist es. Es sind heute ja wieder Dinge passiert. Dinge sind passiert. Und zwar, vielen Dank wie immer zuerst an unseren Moderator, den Stream Elements Chatbot. Und danke an unsere neuen Follower, iCrank2000, Lars270902, Esglol, EasyGGLOL und Luca RealLife. So, das war wichtig. Und jetzt in diesem Bildschirm. Oh, steht, da kriegt er nochmal Werbung der X-Mod. Wünsche ich euch eine gute Nacht. Und liebe 4 Zuschauer, die noch da sind, alle anderen, die noch da sind, wir raiden zu Joker Army Live rüber. Kommt gerne noch nach, falls der Raid euch nicht mitreißt. Und ich sage gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Herr-Tripsius Toastetze Stream for 4 Viewers. Herr-Tripsius 3Ditze Channel with 4 Viewers. Jo, danke, Mann. Ja, ich küsse doch dein Herz. Gerne Erbindestrich. So und so, wie geht's euch eigentlich?